Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu unserer Veranstaltung der CDU-CSU-Bundestagsfraktion zum Thema künstliche Intelligenz mit dem Titel Perspektiven für Gesellschaft und Staat. Ich glaube, es sind noch einige, die unten beim Einlass in der Schlange stehen. Die werden dann nach und nach zu uns stoßen. Ich sehe Kopfnicken. Es tut mir leid, wir hatten eine hohe Anmeldezahl und dann dauert es leider ein bisschen mit dem Einlass, aber wir wollen gerne beginnen, weil wir auch einen dicht gedrängten Ablaufplan haben. Ich freue mich, dass das Interesse so groß ist, dass wir alle heute Abend gekommen sind, um mit uns über ein Thema zu diskutieren, was ja viele zurzeit umtreibt. Künstliche Intelligenz. Manchmal habe ich den Eindruck, es sind mehr Fragen da als Fakten. Und deshalb wollen wir heute dazu beitragen, dass viele Fragen beantwortet werden. Und wir sehen ja, dass auch eine große Unsicherheit da ist beim Thema künstliche Intelligenz. Zum einen, weil viele Menschen überhaupt nicht genau wissen, was ist das überhaupt? Und es gibt ja auch eine ganze Menge von Definitionen dafür und ich denke, wir werden heute ein bisschen dazu beitragen, zu klären, worüber wir eigentlich reden, auch im politischen Bereich, wenn wir über künstliche Intelligenz sprechen. Und es ist zum Zweiten unklar, welche Auswirkungen künstliche Intelligenz überhaupt haben wird. Wie wird sich das entwickeln? Auf welche Lebensbereiche wird es einen wie großen Einfluss haben? Und das erzeugt natürlich auch Ängste und Befürchtungen und Unsicherheiten. Wir müssen aber eben auch oder wir sollten vor allem die großen Chancen und Potenziale sehen, die die künstliche Intelligenz bietet und dass das auch das Anliegen der Union. Wir wollen eine Debatte führen, die realistisch ist, die die Gefahren weder bagatellisiert noch dramatisiert und die aber vor allem eben auch die Chancen und Potenziale in den Blick nimmt. Und deshalb haben wir auch diese Veranstaltung unter das Stichwort Perspektiven gestellt. Der Deutsche Bundestag hat vor wenigen Wochen eine Enquete-Kommission eingerichtet zum Thema künstliche Intelligenz, auch die unter dem Titel gesellschaftliche Verantwortung und wirtschaftliche, soziale und ökologische Potenziale. Also immer den Gleichklang zu suchen, ist in der politischen Debatte extrem wichtig. Und ich freue mich sehr, dass wir heute spannende Experten haben, die uns näher bringen, was die Wirtschaft, was die Forschung und auch was die Politik zu diesem Thema denkt, was die nächsten Schritte auch der Bundesregierung sind. Deshalb freue ich mich sehr, dass der Bundeskanzleramtschef Helge Braun direkt zugesagt hat, zu uns zu kommen. Ich freue mich auf spannende Experten in den Panels und auf einen tollen Vortrag von Professor Haderdin, den wir als geschäftsführenden Vorstand schon mal bei einem Vortrag genießen durften. Und da dachten wir, das können wir Ihnen nicht vorenthalten. Damit will ich es mit der Begrüßung schon sein lassen, beenden. Ich freue mich, dass Sie alle da sind, will das Wort weitergeben an meinen Fraktionsvorsitzenden Ralf Brinkhaus. Herzlich willkommen. Ich hätte jetzt gar nicht damit gerechnet, dass ich so schnell drankomme. Ich bin sicherlich derjenige, der am wenigsten fachlich zu der Sache beitragen kann. Es ist so, dass ich eingerahmt bin von zwei Freaks bei diesem Thema, nämlich Nadine Schön, die das auch bei uns federführend mit in unserer Fraktion macht. Und wer wirklich ein Freak ist, das ist Helge Braun, der mit ganz großer Begeisterung Forschungs-, Bildungs-, Innovationspolitik immer wieder vorantreibt. Und es ist ein Glücksfall für uns, dass er jetzt in dieser Stelle im Bundeskanzleramt sitzt und die ganzen Sachen von dort auch aus begleiten kann. Es ist deswegen ein Glücksfall, weil wir in der Politik, glaube ich, einen Fehler machen. Jetzt werden einige sagen, ihr macht auch ein paar Fehler mehr. Aber einen Fehler machen, dass wir entweder rückwärtsgewandt sind oder im Tagesgeschäft in irgendeiner Art und Weise hängen bleiben in unserer Arbeit. Wir diskutieren ganz, ganz viel über die Sachen, die uns heute täglich irgendwo dräuen, die wichtig sind. Wir führen leider viele Diskussionen in die Vergangenheit hinein, aber ich glaube, das, was Sie hier heute Abend diskutieren und über das, was Sie sprechen werden, das wird unser Leben wesentlich mehr verändern als Steuergesetze, Straßen, und viele, viele andere Sachen, die natürlich auch sehr, sehr wichtig sind. Und deswegen ist es klasse, und Nadine, ich bin euch sehr, sehr dankbar, dass ihr den heutigen Abend dafür nutzt, auch tatsächlich mal, wie wir in der Politik sagen, vor die Lage zu kommen und auch Akzente zu setzen und nach vorne zu schauen. Weil ich glaube, dass dieses Thema so wichtig ist und unser Leben auch so stark gestalten wird,
dass wir gut daran tun, als Politik uns erstmal überhaupt kundig zu machen. Dafür dient der heutige Abend. Um was geht es überhaupt? Was sind die Sachen, die vor uns stehen? Und uns Tipps von Ihnen, von den Experten abzuholen und auch Hinweise, Anregungen. Wie können wir das in unsere tägliche politische Arbeit einfließen lassen? Welche Weichenstellungen müssen wir vornehmen? Und da geht es beileibe nicht darum, dass wir jetzt sagen, wir stellen, und das ist im Übrigen auch sehr wichtig, Milliarden zur Verfügung, um in diesem Bereich zu forschen. Sondern es geht auch darum, wie justieren wir unsere Gesellschaft so, dass sie in dieser neuen Welt auch weiterhin stabil bleibt, dass sie auch weiterhin ein Platz bleibt, wo Menschen auch Spaß haben zu leben. Und wie gehen wir mit den Herausforderungen um? Und das fängt in der Medizin an und das hört im Arbeitsmarkt auf. Es geht über Erziehung weiter und endet sicherlich nicht im Bereich Verkehr. Und dementsprechend bin ich sehr, sehr dankbar, dass Sie heute alle gekommen sind. Ich freue mich darauf, dass Sie gleich, ich werde noch einen Anschlusstermin haben, intensiv diskutieren. Und vielleicht können wir uns für den heutigen Abend auch ein Motto geben. Versuchen Sie, all das, was Sie hier heute sagen und all die Hinweise, die Sie uns heute mitgeben, auch politikfest zu machen, indem Sie uns sagen, naja, wenn ich jetzt Politiker wäre, dann würde ich vielleicht mal da und da drüber nachdenken, dann würde ich vielleicht in die und die Richtung gehen. Weil es geht ja auch darum, dass wir heute Abend nicht nur nett zusammensitzen, gleich noch ein paar Würstchen essen und sagen, man müsste mal, man könnte mal. Weil ich sag mal, dieses mal müsste mal und mal könnte mal, das ist ein Grundübel unserer heutigen Gesellschaft. Sondern wir wollen nicht nur mal müssen, sondern wir wollen auch tatsächlich was verändern. Wir wollen gestalten und wir wollen den Menschen eine Perspektive geben, wie sich die Zukunft in diesem Land entwickeln wird. Politik muss zukunftsbezogen sein, nicht nur defensiv sein, sondern offensiv sein. Der heutige Abend, der ist dafür da. Wir sind neugierig, wir wollen lernen und wir wollen das, was wir gelernt haben, auch in Politik umsetzen. Ich wünsche Ihnen allen viel, viel Freude dabei und für die fachliche Einführung, da ist jetzt Helge zuständig, weil der da wesentlich intensiver darüber berichten kann, als ich das kann. Vielen Dank nochmal an all diejenigen, die das organisiert haben, all diejenigen, die gekommen sind und einen schönen, interessanten, gehaltvollen Abend. Dankeschön. Ja, lieber Herr Fraktionsvorsitzender, liebe Nadine Schön, meine sehr verehrten Damen und Herren, das, was ich heute machen soll, ist ein Sakrileg in der Bundesregierung, weil wir reden öffentlich grundsätzlich nur über die Dinge, die wir tun, wenn wir sie im Kabinett längst beschlossen haben. Und die Strategie für künstliche Intelligenz, die ist noch streng geheim, denn wir werden sie in der kommenden Woche Mittwoch, Donnerstag auf der Klausurtagung des Bundeskabinetts, wo wir zwei Tage uns ausschließlich mit Digitalthemen beschäftigen, verabschieden und sind gerade dabei, sozusagen die letzten Feinschliffe auch an der KI-Strategie zu machen. Und nächste Woche in einem großen Feuerwerk werden wir sie dann präsentieren. Aber weil Sie heute hergekommen sind, machen wir die Tür für Sie natürlich schon so ein kleines bisschen auf. Und ich will Ihnen vielleicht einfach erzählen, was sozusagen die Grundüberzeugungen sind, die uns bei dieser Strategie leiten. Und das Erste, was ich Ihnen sagen will, ist, Deutschland braucht da kein schlechtes Gewissen zu haben. Derzeit sprechen viele über KI und die ersten Worte, die man immer hört, ist, dass die Leute sagen, schön, dass ihr es auch endlich mal verstanden habt und euch auch mal anfangt, mit dem Thema zu beschäftigen. Das ist falsch. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung fördert künstliche Intelligenz bereits seit 30 Jahren. Und eine der entscheidenden Technologien im Rahmen von künstlicher Intelligenz, das sogenannte Deep Learning, ist entwickelt worden am Karlsruher Institut für Technology, also in Deutschland, in einer vom deutschen Staat öffentlich geförderten Wissenschaftseinrichtung. Der nicht so ganz so schöne Teil der Geschichte ist, dass derjenige, der es gemacht hat, heute in Zürich lehrt und nicht mehr in Deutschland. Aber immerhin, wir haben extrem wichtige Grundsteine für diese Technologie gelegt. Wir machen das bis heute. Aber die Tatsache, dass wir jetzt noch eine KI-Strategie oben rauflegen, heißt, wir wollen uns verdammt anstrengen, um dieses Thema zum großen Erfolgsthema zu machen. Warum müssen wir das? Weil KI bedeutet, dass in den kommenden Jahren und Jahrzehnten alle Produkte intelligenter werden. Je technischer und je komplexer das Produkt, umso mehr.
Und gerade bei komplexen, hochtechnologischen Produkten sind wir eben in Deutschland besonders gut. Drei Branchen will ich herausgreifen: Automobilsektor, Produktionstechnologie, also Industrieproduktion, und im Bereich Gesundheitswesen. Da sind wir technologisch spitze. Und wenn wir die Produkte noch besser machen wollen, nachdem wir sie haltbarer, nachdem wir sie leichter, nachdem wir sie energiesparender gemacht werden, jetzt müssen sie klüger werden. Und Nadine Schön hat angesprochen, wenn man über das Thema künstliche Intelligenz redet, haben ganz viele Menschen gleich Sorgen. Weil wenn sie sich mit künstlicher Intelligenz in Hollywood-Filmen beschäftigen, dann endet die Geschichte immer so, dass die künstliche Intelligenz plötzlich merkt, dass das eigentliche Problem auf diesem Planeten der Mensch ist und dass es deshalb das Sinnvollste ist, um zur Lösung aller Probleme gegen den Menschen vorzugehen. Und deshalb als eine Partei mit dem C im Namen muss, glaube ich, für uns schon mal klar sein, ein Satz, den werden wir bei allen Technologie, bei allen Digitalisierungs- und auch beim KI-Thema vorne ranstellen. Das ist der einfache Satz: Technik muss dem Menschen dienen. Und wenn wir den als Grundsatz beherrschen, dann können wir, glaube ich, den Menschen, die da voller Sorge sind, schon sehr viel Wind aus den Segeln nehmen. Und deshalb sage ich auch, worüber wir hier momentan reden, ist künstliche Intelligenz. Und wenn Sie mal so in Ihren Alltag denken, wie oft haben Sie es eigentlich schon erlebt, dass Sie selber das Gefühl hatten, mein Gott, hier ist jetzt aber zu viel Intelligenz eingeflossen. Das ist nicht unser Alltagsproblem, sondern eher das Gegenteil. Und deshalb muss die Grenze eher da sein, zu sagen, was wir nicht wollen, sind Maschinen, die einen eigenen Antrieb, ein eigenes Gewissen oder in anderer Weise sozusagen andere Persönlichkeitseigenschaften haben, aber ein bisschen mehr Intelligenz in der Technik, da kann eine Menge Positives draus werden. Was braucht künstliche Intelligenz als Grundlage? Künstliche Intelligenz braucht als Grundlage Daten. Und deshalb ist das erste Thema, was wir in unserer KI-Strategie adressieren, wie kommen wir einfach an mehr Daten? Das ist ein der Grundaufgaben, vor der wir momentan im Zeitalter der Digitalisierung stehen. Denn so wie wir vor Jahrzehnten immer diskutiert haben, auch in der Union sehr intensiv, ob zum Beispiel Ökologie und Ökonomie miteinander vereinbar sind, diskutieren wir heute eigentlich, ob Datenschutz und datengetriebene Geschäftsmodelle eigentlich miteinander vereinbar sind oder ob das möglicherweise einen Gegensatz darstellt, der dazu führt, dass wir damit kein Geld verdienen können. Oder nur sehr viel weniger als andere. Und ich glaube, gerade in der künstlichen Intelligenz schlummert so viel Großartiges für uns, weil die meisten Daten, über die wir hier reden, sind gar keine persönlichen Daten. Und manche Daten, die persönliche Daten sind, müssten es nicht sein. Ich will ein Beispiel nehmen aus dem ganz sensiblen Bereich Gesundheit. Deutsche junge Start-up-Unternehmer machen sich gerade auf den Weg, eine App zu entwickeln, mit der sie mittels eines Fotos, das sie mit ihrem Handy machen, von einem Leberfleck rausfinden können, ob der Hautkrebs verdächtig ist oder nicht. Grundlage des Ganzen ist ein Lernalgorithmus künstliche Intelligenz. Und was brauchen die als Grundlage? Die brauchen so in der Größenordnung 70.000 Fotos. Von denen und zu jedem Foto wollen die wissen, ist das harmlos oder ist das krankhaft? Mehr müssen die eigentlich gar nicht wissen. Die Frage, von wem ist das Foto, wer ist der Patient, der dahinter steht, ist völlig nebensächlich. Das heißt, die erste große Aufgabe, vor der wir stehen, ist möglicherweise aus unserem Gesundheitswesen, aus der Industrie und anderem, solche Daten zu generieren und zur Verfügung zu stellen, damit solche Entwicklungen auch getätigt werden können. Wenn man heute an den Universitäten mit Wissenschaftlern spricht, das, worauf die am meisten Lust haben, sind gut aufbereitete Datenbestände, mit denen man was machen kann. Die wollen die haben. Und der Staat sitzt auf unfassbar vielen Daten. Der tollste Datenbestand, den wir haben, sind übrigens die Daten des Deutschen Wetterdienstes. Und die Zeitreihe ist so alt, dass man ohne die eigentlich kaum eine richtig gute Wettervorhersage machen kann. Jetzt sagen Sie, eine richtig gute Wettervorhersage habe ich sowieso noch nie erlebt, aber besser als mit unseren Daten geht es nicht.
Und deshalb ein gestuftes Modell zu haben, wo wir sagen, Daten erstmal für die Forschung frei zur Verfügung stellen, vielleicht sogar für die Entwicklung und dann erst dann als Staat auch mit die Hand aufzuhalten, wenn damit einer Geld verdient, wäre für die Wissenschaft schon ein riesiger Schritt. Wenn wir dann die Daten haben, muss, von denen habe ich schon gesprochen, einer mit den Daten was machen. Das heißt, wir brauchen im zweiten Schritt eine größere Wissenschaftscommunity, die sich in der Forschung und Entwicklung damit beschäftigt. Und als zweites, wir brauchen auch eine größere Community, die bereit ist, daraus unternehmerisch etwas zu machen, also Start-up-Unternehmen. Das ist der zweite große Schritt. Und da ist das eine, die auszubilden. Das können wir auch mit staatlichem Geld noch ganz gut unterstützen, indem wir Nachwuchsforschergruppen und anderes finanzieren. Aber danach kommt der entscheidende Moment, wo wir sehr aufpassen müssen, nämlich, da wir ein offenes Land sind, bilden wir diese klugen Menschen, die wir ausbilden, für die ganze Welt aus. Und wenn Sie sich heute treffen mit den großen Wissenschaftlern, die in dem Bereich unterwegs sind, wie auch in anderen IT-Zukunftsbereichen wie Kryptographie und anderem, sagen die, von 10 meiner Studierenden gehen 9 momentan, werden ins Ausland abgeworben. Da ist Israel, spielt eine große Rolle, Großbritannien, sogar Polen, auch die USA. Das heißt, wenn wir mehr gute Leute ausbilden, müssen wir darüber reden, wie die deutsche Wirtschaft, wie unsere Unternehmen auch in der Lage sind, diese Fachkräfte zu halten und zu absorbieren, respektive wir ihnen andersrum solche Rahmenbedingungen bieten, dass sie Lust haben, ein Unternehmen in Deutschland zu gründen. Das ist sozusagen der nächste Schritt. Und der vierte Schritt, den wir gehen müssen, ist der Schritt der Regulierung. Und das ist dann sozusagen die staatliche Aufgabe par excellence. Und das ist insofern bei uns in Deutschland eine besonders schwierige Aufgabe, weil bei uns ist alles schon geregelt. In vielen Ländern, wo entwickelt wird, da ist noch gar nicht alles geregelt. Da kann man erst mal loslegen. Dann merkt der Staat, da könnte ein Problem sein und dann reguliert er dagegen. In Deutschland ist es meistens irgendwie aus Versehen schon verboten. Und dann muss man sich hinterher überlegen, ob man nicht wieder Freiräume schafft dafür, dass was Neues mal geschehen kann. Und da haben wir eine Menge Hausaufgaben zu machen. Ich will Ihnen nur ein Beispiel nennen. Das Automobil wird momentan immer autonomer. Das heißt, wir hatten gerade vor 3 Wochen im Bundeskabinett den Straßenverkehrsbericht zu den Verkehrsunfällen. Noch nie gab es so wenig Verkehrsunfälle wie im letzten Jahr. Das hat viel damit zu tun, dass in unserem Auto Assistenzsysteme sind, die uns warnen, die schon mal einen Ticken schneller bremsen, als wir das kapieren. Und so weiter und so fort. Das meiste davon hat noch gar nichts mit künstlicher Intelligenz zu tun. Warum nicht? Weil momentan kann man sich vorstellen, dass in der Vorbereitung auf ein solches System künstliche Intelligenz zum Einsatz kommt. Also quasi das System lernt, dann hat es ausgelernt, dann wird es sozusagen geprüft, zugelassen und ins Auto eingebaut und ab da hilft es uns. Die zweite Frage, könnte ich mir auch vorstellen, dass das System, wenn es dann im Auto eingebaut ist, weiterlernt, ist eine, die würden wir bisher mit Nein beantworten. Weil wenn das System weiter lernt, dann könnte es ja auch mal was Falsches lernen. Das heißt, die Frage, ob es wirklich verlässlich so handelt, wie zum Zeitpunkt der Zulassung erwartet, wissen wir gar nicht so genau. Und deshalb gehen wir dazu über und sagen Nein. Lernende Systeme können wir uns momentan nicht vorstellen, in ein Auto eingebaut zu werden. Aber, und jetzt kommt die ethische Frage dahinter, wenn mit zunehmenden Daten im Schnitt die Systeme immer intelligenter werden, dann wäre es doch schade, wenn wir uns des Lernfortschritts berauben würden. Also müssen wir in der Regulierung darüber nachdenken, ob wir sowas in Zukunft gestatten. Und das ist insofern interessant, weil bisher sagen wir, jedes Sicherheitssystem im Auto muss etliche Millionen Kilometer fahren, bevor wir es zulassen. Und plötzlich reden wir darüber, dass wir Systeme im Auto zulassen, die sich unentwegt verändern. Und da sagt unser Risikogefühl, oh, da gehen wir lieber nicht ran.
Aber wenn dann andere Länder genau das tun und feststellen, dass bei ihnen die Sicherheitsentwicklung viel besser ist als bei uns, weil die Systeme dauerhaft lernen, dann merken wir, dann sind wir in so einem regulatorischen Dilemma. Und das führt neben dem Thema, wie regulieren wir, zu der großen Frage, wie definieren wir in Zukunft Risiko? Bisher bei der Technik wollen wir immer systematisch die Arbeitsweise eines Gerätes verstehen. Das heißt, wir sagen, wir geben da was rein, dann passiert etwas damit und dann kommt hinten was raus. In der Regulierung der Zukunft geben wir ganz viele Daten rein, dann gibt es einen lernenden Algorithmus und der entscheidet hinterher etwas, wovon er behauptet, dass er damit besser zurechtkommt als alles, was vorher da war. Und dann kommen viele Fragen auf uns zu, zum Beispiel beim autonomen Fahren die Frage, wenn jetzt ein autonom fahrendes Fahrzeug weniger Autounfälle produziert als wir, wenn wir also statt den 3.000 Verkehrstoten nur 2.800 im Jahr hätten, würden wir dann flächendeckend autonomes Fahren auf deutschen Straßen zulassen? Oder müssen es 1.500 sein? Oder vielleicht 500? Was ist sozusagen die Grenze, ab wann wir einem System vertrauen? Oder muss es wirklich nur statistisch einer weniger sein, als wenn wir fahren? Und wenn Sie die Frage beantwortet haben, kommt die zweite gleich hinterher. Ab wann verbieten wir uns eigentlich selber Auto zu fahren? Ich glaube, über diesen Gedanken ist im Fraktionssitzungssaal der CDU noch nie nachgedacht worden. Und das ist natürlich auch ein völliges Sakrileg, aber natürlich stellt sich irgendwann die Frage, wenn das System ohne uns so viel besser ist, ob das Risiko Mensch eigentlich noch zu tragen ist. Insofern haben wir die Frage der Verfügbarkeit von Daten, die Frage der Ausbildung von Personal, das Integrieren und Nutzen auch am Wirtschaftsstandort Deutschland und am Ende eine Regulierung, die das Ganze fördert und nicht behindert. Das sind die vier großen Schritte, die wir in einer KI-Strategie erreichen müssen. Und wir haben uns als Bundesregierung, weil wir das Thema momentan für so alarmierend halten. China hat gesagt, sie wollen die führende Weltmacht im Bereich KI werden. Die größten Investitionen momentan machen noch nach wie vor die US-amerikanischen Unternehmen. Und wir sehen aber, dass gerade die Hoch- und Spitzentechnologiebereiche der deutschen Wirtschaft die ersten sind, die von der Veränderung von KI am meisten betroffen sind. Das heißt, wir müssen jetzt alles tun, was geht. Und was heißt das? Die Bundesregierung muss jetzt schnell eine KI-Strategie vorlegen. Der Deutsche Bundestag muss mit seiner Enquete-Kommission sich das angucken, auf der Grundlage und auf aller anderen Expertise, die wir haben, weiterarbeiten, damit wir dann zum Abschluss der Enquete-Kommission noch klüger sind und die Strategie, die die Bundesregierung gemacht hat, noch mal weiterentwickeln, damit wir das Ziel, künstliche Intelligenz, Made in Germany als Weltmärkte, einmal nutzen, um unseren wirtschaftlichen Wohlstand zu sichern. Aber, und das ist auch immer ein Privileg des Ersten, im Hinblick auf das, was Nadine Schön zum Risiko gesagt hat, dass wir auch diejenigen sind, die die Standards setzen, die Grenzen, dass Technik dem Menschen dient und dass wir eben nicht die Persönlichkeiten zulassen und die Eigenmotivation der Technik, sondern dass wir sagen, KI made in Germany ist nicht nur Spitzentechnologie, sondern das ist auch Technologie mit einem hohen ethischen und moralischen Anspruch, sodass die Leute sich auf diese Zukunft, die so ein bisschen intelligenter ist, aber vor allen Dingen auch, dass sie alle glauben, dass sie ein bisschen lebenswerter ist. In diesem Sinne freue ich mich auf die Veranstaltung. Lieber Helge Braun, vielen Dank für die Einblicke. Ich glaube, wir werden sehr viel Stoff zu diskutieren haben nachher in den Panels, allein auf Grundlage deiner Einlassungen. Und jetzt darf ich Ihnen Professor Dr. Haderdin vorstellen. Er ist Direktor des Munich Institute for, jetzt müssen Sie selbst sagen, ich habe meinen Zettel vergessen. Robotic and Machine Intelligence heißt es, glaube ich, war sogar richtig, sehr gut. Und ich freue mich sehr, dass er uns aus seiner Forschung und seinen Blick auf den Standort Deutschland jetzt näher bringen wird. Professor Haderdin, Sie haben das Wort.
Ja, wunderbar. Ja, sehr geehrter Herr Minister Braun, sehr geehrter Herr Fraktionsvorsitzender, sehr geehrte Frau Schön, ich freue mich sehr, heute hier bei Ihnen sein zu dürfen und zum Thema KI etwas berichten zu dürfen. Und also wie gesagt, ich bin Professor an der Technischen Universität München, bin fast in den USA gelandet, muss ich ganz ehrlich sagen. In Stanford wäre ich fast gelandet, aber dann hat unser Präsident Hermann mich überzeugt, dass es in München der richtige Standort ist, um KI in ihrer Gänze nach vorne zu treiben. Ja, da brauche ich jetzt keinen Applaus für, sondern der Hermann. Ja. Genau, aber ich will nur sagen, also ich bin eben absolut überzeugt, dass wir hier in Deutschland Möglichkeiten haben, die weder in USA noch in China noch irgendwo anders existieren. Und ich glaube, dass die menschenzentrierte Sicht auf die Technologie von ganz zentraler Bedeutung ist. Ich habe heute versucht, mal wieder einen neuen Vortrag vorzubereiten. Also ich mag immer nicht denselben Vortrag zweimal halten. Ich hoffe, ich habe Ihnen einige interessante Details mitgebracht. Sie sind vielleicht auch ganz überraschend. Also ich bin gespannt auf Ihr Feedback. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass die KI, jetzt gehe ich nicht wieder in die 98er, wo Kasparov geschlagen wurde von Deep Blue damals, sondern wir sind jetzt im Jahr 2014, 15, wo die KI von Google DeepMind den Go-Weltmeister schlagen konnte. Das heißt, kognitive Systeme waren in der Lage, die Kognition des Menschen in bestimmten Inselproblemen zu schlagen. Gleichzeitig ist es so, dass wir zum Beispiel über sogenannte Face-to-Face-Technologie, das ist Kollege Niesner mittlerweile auch in der TU München, auch vorher Stanford, in der Lage sind, eben sozusagen Videostreams, unten links sehen Sie Wladimir Putin, ein Originalstream aus YouTube. Herr Kollege Niesner, der beobachtet sich sozusagen selber, streamt dann seine entsprechenden Mimiken auf den lieben Präsidenten Putin und lässt ihn dann eben Dinge sagen, die vielleicht nicht original von ihm kommen. Das heißt, wir haben natürlich das Gefühl, das passiert tagtäglich, ja? Also wir werden ja immer wieder überrascht. Und diese Technologie zusammen mit der Sprachsynthese und all diesen Errungenschaften, die Sie alle kennen, da erzähle ich Ihnen jetzt nichts Neues. Ich benutze auch mittlerweile Siri, jetzt wo es ja halbwegs auch funktioniert und mich auch versteht als Hannoveraner, ist es eine ganz wunderbare Geschichte. Das kann man ja nun mal nicht leugnen. Interessanterweise ist es aber so, wenn Sie die KI sich anschauen, dann ist das alles schön und gut und das ist alles irgendwie datengetrieben und digital, Digitalisierung als großes Wort. Aber, und jetzt kommt das große Aber, und das ist unsere große Chance. Wenn wir uns anschauen, die sensomotorischen Fähigkeiten von kleinen Kindern, und das ist ein vierjähriges kleines Mädchen, dann sind die KI-Systeme von heute überhaupt nicht in der Lage, das zu tun. Ja? Das sind Dinge, da sind wir überhaupt nicht so weit. Da gibt es auch keinen Weltmeister drin, sondern das kann jeder von Ihnen, das können unsere Kinder, meine drei kleinen Kinder können das, naja gut, die Einjährige noch nicht ganz, aber die anderen beiden, die kriegen das schon ganz gut hin. Und ich glaube, es ist ganz interessant, wenn wir uns anschauen, wo sind wir dann in der Verbindung von der künstlichen Intelligenz, wie wir sie klassischerweise sehen, und der Robotik. Wenn wir es einfach jetzt zusammenbauen, dann landen wir in einer Lösung, naja, die hat das vierjährige Mädchen jetzt nicht geschlagen, sondern was Sie hier sehen, sind die Ergebnisse der sogenannten DARPA Robotics Challenge. Das ist damals in Pasadena oder in der Nähe von Pasadena aufgebaut worden, in der Nähe von LA, wo eben die berühmtesten Forscher gemeinsam daran gearbeitet haben, Robotersysteme für den Einsatz in Fukushima-Szenarien einzusetzen, unterstützt natürlich durch künstliche Intelligenz, so dass sie eben aus der sicheren Loge sozusagen entsprechende Hilfe bereitstellen können. Also Katastrophenszenarien als ein Anwendungsproblem. Aber das Hauptproblem war, wir schaffen es nicht mal, die Fähigkeiten eines 3-4-jährigen Kindes in die reale Welt zu übertragen. Und das ist eine ganz wichtige Einsicht, wenn Sie an künstliche Intelligenz denken. Die am Bildschirm endet, ist die, die unsere Physik, unsere physische Welt, in der wir hier alle leben, ignoriert. Und die ist doch ungleich komplexer als die digitale Welt, die wir selber geschaffen haben. Und das, finde ich, ist ein sehr, sehr wichtiges Erkenntnisbild, was sich mehr und mehr jetzt auch in der Realität eben darstellen lässt. Interessanterweise ist es so, man kann auch ganz schöne Analogien geben, wenn man immer in die Biologie schaut und wenn man eben jetzt auch das Konzept der Mobilität, das ist ja eines der großen Themen, wir hatten gerade das autonome Fahren angesprochen und ich spreche immer so schnell, nur falls Sie sich wundern über die Sprachgeschwindigkeit. Es ist in der Tat so, dass wenn Sie sich die Mobilität anschauen, dann haben wir das alle in der 9., 10., 11. Klasse mikroskopiert. Die Amöben haben schon damals ihren Weg von A nach B gefunden und wir mussten mit den Plättchen dafür sorgen, dass sie das nur in 2D tun und nicht in 3D. Ja? Das heißt, das kann eigentlich jedes Pantoffeltierchen. Aber wenn Sie die Manipulation vom lateinischen Hand sich anschauen, das Erzeugen von Werkzeugen und das Nutzen des Werkzeugs Hand, das Wunderwerk, was schon Da Vinci als die Krone sozusagen gesehen hat, dann ist das nur den Primaten vorenthalten. Das heißt, das Konzept der Mobilität im Vergleich zur Manipulation ist um Milliarden Jahre in der Evolution voneinander getrennt. Und das bedeutet nichts anderes als die Manipulation, das, was für uns alle so selbstverständlich ist, scheint doch ungleich komplexer zu sein, als sich von A nach B zu bewegen. Das Ganze bringt mich zu einem Fazit, was diese kurze Geschichte, die Eingangsgeschichte angeht. Let's face it, the game
the end game of artificial intelligence is AI-enabled robotics. Warum? Weil eben die Roboter, die physischen Wesen, die mit der Welt interagieren, nichts anderes sind als die perfekte Manifestation von der Künstlichen Intelligenz. Das kennen wir alles noch aus unserer Kindheit. Steven Spielberg hat es gezeigt, ein iRobot wurde es gezeigt. Also die Science-Fiction, von der wir doch immer sprechen, die ist eigentlich in der physischen Welt doch stattgefunden. Und wir sollten jetzt nicht den Fehler machen, die Künstliche Intelligenz, wie wir sie heute in unseren Smartphones natürlich am Markt schon haben, zu verwechseln mit der eigentlichen Zielvorstellung, die in 10, 20, 30, potenziell 100 Jahren eben existiert. Das heißt, wir wollen natürlich über die Zukunft definieren und die Zukunft erforschen, gerade als Forscher. Und ich glaube, da ist relativ wichtig, dass wir eben verstehen, dass gerade in diesen physischen Manifestationen doch wahnsinnig viele Zukunftsvisionen eben stecken. Wenn man jetzt aber den Blick beispielsweise des Handelsblatt im Oktober auf das Thema sieht, das ist sozusagen der Vergleich der KI zwischen China, Amerika. Amerika ist zwar noch vorne, aber mit ein bisschen antiquierten System unterwegs. Da wird ja KI und Robotik auch sehr gleichgesetzt. Das ist natürlich nicht so. Wir müssen da sehr viel allgemeiner denken. Und die EU ist mit ihrem kleinen Ärmchen dahinter her. Und ich finde es relativ interessant, wenn man dieses Bild sieht, weil, wenn wir uns jetzt die nackten Zahlen anschauen, und das hoffe ich, überrascht Sie jetzt alle, dann ist die Realität doch eine andere, gerade in dem Thema dieser Königsdisziplin der Künstlichen Intelligenz. Und zwar, wenn wir wieder zurückgehen auf das kleine Kind, was eben versucht, über Jahre zu erlernen, wie man einen Schlüssel ins Schloss kriegt, irgendwann schafft sie es auch, ich zeige es Ihnen nachher, dann ist es doch in der Tat so, dass wir in Europa die Technologien entwickelt haben, die genau diese Dinge können. Und zwar eben über die Verbindung von dem Entwickeln und Bauen von Maschinen mit entsprechender eingebauter Intelligenz, wie Sie wollen. Wir nennen das Embodiment, das ist im menschlichen Körper natürlich auch so. Unser Körper ist ja nicht nur ein Stahlklotz und sein Gehirn, sondern unser Körper ist ein Wunderwerk der Intelligenz, vielleicht nicht auf kognitivem Level, aber eben in den sensorischen und taktilen Eigenschaften beispielsweise. Und diese Technologien sind alle made in Europe, made in Germany, wenn man so möchte. Also gerade die Feinfühligen-Roboter, viele von Ihnen kennen vielleicht das Thema Mensch-Roboter-Kollaboration, ist ja in der Produktion ein ganz großes Thema. Das sind die feinfühligen, intelligenten Assistenten, die lernfähig sind. Das ist die Manifestation von künstlicher Intelligenz in der physischen Welt. Also raus aus dem Bildschirm in unsere physische Welt. Weil wenn das doch so einfach wäre, dann hätten wir es ja schon. Und wenn wir jetzt die nackten Zahlen uns anschauen, dann ist eigentlich ganz interessant, was Sie jetzt hier sehen, sind, wir hören immer, USA, Silicon Valley ist führend. China ist führend. Die sind auch sehr gut, ist gar keine Frage. Gerade in den Themen, die wir Deep Learning, Machine Learning nennen. Und es war beispielsweise üblicherweise Schmidt, Huawei an TU München, nur um das mal an der Stelle zu sagen, also an meiner Alma Mater. Und großer Deep Learning Guru, das ist in der Tat wahr. Und was aber auch ganz spannend ist, wenn Sie sich die Publikationen weltweit anschauen, in der Robotics, dann ist es in der Tat so, ja, als einzelne Nation ist die USA vorne, aber wir sind natürlich auch viel kleiner als die USA. Jetzt schauen wir uns doch mal Europa an. Europa, und da müssen wir eben auch hin, wir müssen viel größer denken, wir können nicht nur in kleinen Nationen denken, wir sind nun mal kleiner im Vergleich zu USA, wir sind kleiner im Vergleich zu China. Dann, wenn wir jetzt subsumieren, und ich bin auch zufälligerweise Mitglied in der EU High Level Group für Künstliche Intelligenz, wie auch Herr Sudalek, da ist es sehr interessant, wenn wir auf europäischem Level denken und uns das anschauen mit der ganzen Förderung, die wir haben, und mal summieren, dann sind wir die Nummer 1 in der Welt. Und geteilt durch die Anzahl der Bürger ist es fast ein Faktor 2. Nur um das mal ganz klar zu sagen. Interessanterweise ist es so, wenn wir uns jetzt die nächste Generation Roboter-Supplier anschauen, also Unternehmen, nicht nur eben wieder nur in Deutschland, sondern ganz Europa, und da ist einfach wahnsinnig viel passiert die letzten Jahre, und da geht es nicht um die 80er, 90er Jahre Roboter, die schwere Kolosse sind, sondern intelligente Systeme, die mit der Welt interagieren können, die Daten permanent nutzen, und zwar ähnlich wie Menschen, ja, eben durch sensorische Fähigkeiten, dann ist interessanterweise so, dass auch hier Europa Nummer 1 ist. Und zwar nicht in der Industrierobotik, sondern auch in der Service-Robotik. Also all diese Zukunftsvisionen, die wir alle aus den Science-Fiction-Filmen kennen. Ja. Und wenn Sie sich dann auch noch die Industrie gesamt anschauen, dann ist es eben sowohl in der Service-Robotik wie auch in der Industrierobotik, also in der Subsumation, ist auch wieder Europa führend. Und schlussendlich, das ist vielleicht die überraschendste Statistik, Startups. Wir haben ja ein Riesenproblem in Deutschland und Europa mit den Startups, da sind wir uns ja alle einig. Ja, wenn wir uns die Zahlen anschauen, das ist richtig, USA ist der Peak, aber Europa schlägt die USA. Und nun komme ich zum Thema Künstliche Intelligenz, Robotik, all diese Technologien stehlen ja unsere Jobs. Und dann ist es eigentlich ganz interessant, nicht nur mal in die Zukunft zu blicken, weil die können wir nicht vorhersagen, sondern was ist denn in der Vergangenheit passiert. Und gehen wir doch in das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, die USA, dann ist es interessant,
wo sind denn diese Roboter? Und das ist natürlich für den Standort Deutschland sonnenklar, die sind alle in der Automobilindustrie zum großen Teil. Die 300.000 Systeme, die pro Jahr verkauft werden in der Industrie, sind natürlich bei den großen Automobilisten in Deutschland. In den USA sieht das ähnlich aus, das sind die Systeme, die Sie alle kennen. Systeme hinter Schutzzäunen, abgegrenzt von Menschen, keine Feinfühligkeit, KI schon gar nicht. Und die machen einfach nur immer das Gleiche. Die lackieren und schweißen und das 24/7. Und was haben diese Systeme getan? Sie haben dazu geführt, dass selbst in den USA die Korrelation zwischen Anzahl der Arbeitsplätze, vielleicht kriege ich noch einen. Geht das? Ja, super. Also die Anzahl der Arbeitsplätze korreliert mit der Anzahl der Roboter, die in den Manufakturen eingesetzt wurden. Das sind offizielle Statistiken von der International Federation of Robotics. Da wird quasi klar gezeigt, dass je mehr Automatisierung Sie in Ihren Unternehmen einsetzen, und natürlich geht das Ganze dementsprechend vermutlich exponentiell schneller, wenn Sie entsprechende KI-enabled Automatisierung einsetzen, ist eine Korrelation zwischen der Anzahl der Mitarbeiter, die Sie haben in den Unternehmen, und also dem Wachstum sozusagen und dem Automatisierungsgrad, den Sie dort haben. Aber viele Dinge sind nicht automatisiert und das ist auch relativ wichtig. Jetzt komme ich zu den intelligenten Systemen. Es ist eben so, dass gerade nur die großen Konzerne eigentlich Zugriff zu solcher Technologie hatten. Also ich hatte gerade gesagt, der Gesamtmarkt Roboter als eine der ersten frühen KI-Technologien ist nur 300.000 Systeme. Porsche verkauft mehr Autos, also ist es ein Luxusgut, weil sich natürlich nur die großen Konzerne sich das leisten können. Was ist mit all den kleinen und mittelständischen Unternehmen in Deutschland und Europa? Die waren natürlich abgehängt. Warum? Weil wir eben all die Tätigkeiten, die nicht lackieren und schweißen bedeuten, sondern all das, was KI in der Robotersystem benötigt, die Intelligenz, die Feinfühligkeit, also den Tastsinn, den all die Automatisierungstechnologien bisher nicht hatten, schlichtweg technologisch nicht umsetzen konnten. Wir haben die Grundlagen in Deutschland und Europa dafür geschaffen. Diese feinfühligen, sensitiven Roboter, die überhaupt erst diese menschliche Feinfühligkeit erlangen, wurden hier entwickelt, von der Grundlage bis in die Umsetzung. Das Thema KUKA muss ich an der Stelle nicht erörtern. Und gleichzeitig ist es so, dass aber durch diese Feinfühligkeit und eine Lernfähigkeit über maschinelles Lernen und die Vernetzung von diesen verschiedenen Technologien plötzlich Dinge möglich wären, wenn wir es denn könnten. Und da habe ich auch ganz gute Neuigkeiten. Es ist aber in der Tat so, dass dadurch, dass wir eben diese Dinge nicht automatisieren konnten, die großen Outsourcing-Bewegungen stattgefunden haben, all die Elektronikkonzerne, die eben in Europa zugrunde gegangen sind, weil eben diese vielen Arbeitsplätze nach Fernost gewandert sind. Und das einzig und allein aus dem Grund, dass wir diese Hightech-Produkte mit Technologie aus dem 15. Jahrhundert produzieren, Menschen, die 24/7 nichts anderes machen als Stecker stecken und auf unsere Smartphones tippen, um zu schauen, ob die funktionieren. Das heißt, das bringt mich wieder zur Hand. Und die Hand nur als eine Manifestation der Kreativität und der Intelligenz des Menschen. Und wenn Sie einen Neurowissenschaftler fragen, einen berühmten aus Cambridge, dann sagt er Ihnen auch, warum der Baum kein Gehirn hat, weil er keine Hand hat. Das fand ich relativ skurril, das sozusagen für einen Wissenschaftler. Aber je mehr man darüber nachdenkt und über die Intelligenz, vielleicht kann man da noch schauen, dass es wieder funktioniert, nachdenkt, desto wichtiger ist es. Also eine Manifestation, das heißt, das Portal der Intelligenz des Menschen ist de facto die Hand. Wenn Sie sich auch den Bereich des Gehirns anschauen, gerade im Motorkortex, welcher Bereich ist relevant für die Manipulation, dann ist die Hand überproportional, weit überproportional repräsentiert im Teil des Gehirns, der dafür zuständig ist. Und vor einigen Jahren hatte ich mir dann die Zielstellung gesetzt, naja, wenn wir uns doch diese großen technologischen Errungenschaften anschauen, dann ist es eigentlich relativ klar, dass wir weit über diese Industrierobotik, die humanoiden Roboter und eben diese intelligenten Systeme hinaus wollen. Und eine der großen fehlenden Technologien war eben die Plattform, die wir für die Mensch-Roboter-Kollaboration als Assistent des Werkers erzeugen. Ein Roboterwerkzeug, das lernfähig ist und bezahlbar und einsetzbar durch jedermann. Das heißt, eine perfekte Symbiose aus der Mechatronik, des maschinellen Lernens, der Programmierung und der Vernetzung von Systemen, um sie eben als Werkzeug für jedermann im Prinzip einsetzen zu können. Und das war eben eine Vision vor über 10 Jahren, die wir vorangetrieben haben. Und wir haben in der Tat eben nicht nur die Grundlagen, damals noch in meiner Zeit am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt unter dem Robotikpionier Europas, Gerd Hirzinger, das Ganze vorangetrieben, sondern wir haben auch die Technologien weitergetrieben. Wir haben sie vernetzt mit der Informatik und wir haben sie eben sogar in Startups umgesetzt, die in Deutschland geblieben sind und die sogar in Deutschland produzieren. Und interessanterweise ist das eben jetzt ein Unternehmen, das wir in München, Franka Emika, aufgebaut haben, wo es eben darum ging, eine Technologie auf den Markt zu bringen, die eben vollständig made in Germany ist und die eben eine perfekte Symbiose aus Robotik und künstlicher Intelligenz ist, eine sogenannte Maschinenintelligenz. Das heißt, diese Subsummation eben von verschiedenen Technologien. Und die Idee ist natürlich, dass es sich jeder auch leisten kann. Das heißt, der Demokratisierungsgedanke ist von zentraler Bedeutung, weil sonst kann ja nicht jedes kleine und mittelständische Unternehmen von dieser Technologie profitieren. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Quintessenz. Was wir eben schaffen wollen, sind Werkzeuge mit hochentwickelten Tasten, mit hochentwickelten Sinnen im Allgemeinen, die eben die Menschen unterstützen und neue Arbeitsplätze schaffen und vermutlich sogar komplette neue Industrien schaffen werden, nur als ein erster kleiner Blick in die Zukunft. Diese Systeme sind eben in der Lage,
durch neue Sensoren, also wir kommen natürlich auch wieder aus der Sensorecke, neue Daten, die aber leider sehr, sehr viel schneller generiert werden, als wir das aus dem Internet kennen. Also im 10 Kilohertz Takt werden da so viele Daten geschrieben, also innerhalb von ein paar Stunden haben sie da fast mehr als das ganze Internet wahrscheinlich heutzutage zusammenbringt. Das Problem ist, sie müssen damit intelligent und schnell umgehen, das heißt Smart Data ist ein großes Thema. Und diese Roboter sind in der Lage, bei der Hand genommen zu werden wie kleine Kinder, denen können sie das vormachen. Das ist die Grundlage von Lernen, ist ja erstmal Imitation, um überhaupt zu verstehen, was tue ich denn da, das kennen sie von den Kindern. Dann ist natürlich die Sicherheit von zentraler Bedeutung. Wie können wir eben sicherstellen, dass diese physischen Maschinen, das kennen wir aus dem autonomen Fahren, das Gleiche gilt aber natürlich auch, wenn wir Service-Roboter irgendwann wirklich in unser aller Umfeld haben. Die müssen extrem sicher sein und sie müssen eine Feinfühligkeit haben, so dass sie eben den Schlüssel ins Schloss bekommen und das blind und vielleicht nach 2, 3 Bier, wenn die Weihnachtsfeier war. Wichtig ist eben, dass Sie mit solchen Technologien plötzlich Dinge automatisieren können, die eben bis gestern nicht möglich waren. Ich hatte vom Elektroniksektor kurz was gesagt. Es gibt ganz viele Themen, die eben der Automatisierungstechnik komplett verschlossen waren, aber eben durch die Vernetzung und Symbiose von künstlicher Intelligenz und Robotik, also Intelligenz für die Maschine und diese symbiotische Entwicklung, also Hirn und Hand oder Gehirn und Körper, Geist und Körper müssen in symbiotischer Wechselwirkung sich entwickeln, dann sind sie plötzlich in der Lage, Dinge zu automatisieren, die eben diesen Tastsinn, die Feinfühligkeit benötigen. Also all die Dinge, die zerbrechlich sind. Ja? Und das sind eben alles Themen, die bis vor kurzem nicht möglich waren. Das heißt, mit diesen neuen Roboterwerkzeugen werden eben Arbeitsplätze in Deutschland und Europa geschaffen. Mit diesen neuen Technologien können wir in die Produktion, KI in die Produktion bringen, die Demokratisierung von künstlicher Intelligenz für die Produktion. Und das ist ein Beispiel, was ich hier mitgebracht habe. Diese Robotersysteme, die wir entwickelt haben, sind in der Tat die ersten für den Massenmarkt entwickelten Robotersysteme. Und natürlich würde da jeder sagen, da müssen die ja auch in Fernost gefertigt werden bei den Stückzahlen. Das geht ja gar nicht anders, weil da sind Elektronikkomponenten. In der Tat ist es so, dass wir ein ehemaliges Nokia Siemens-Werk reaktiviert haben und dort eben jetzt neue Arbeitsplätze geschaffen wurden, weil Menschen mit diesen Roboterwerkzeugen Roboter entwickeln zu Preisen, die günstiger sind, ökonomischer, als es in Fernost möglich wäre und zu höherer Qualität. Das heißt, die Symbiose von menschenzentrierten Werkzeugen, die uns die Arbeit leichter machen, erlauben es uns, wirtschaftlicher zu sein. Und das ist eine Kernbotschaft, die ich Ihnen heute mitbringen wollte. Ganz wichtig ist natürlich, die Demokratisierung muss weitergetrieben werden. Ja, das ist sozusagen der Computer-Nerd. Geben Sie mal bei Google Computer-Nerd ein in der Datenbank, dann ist das das Ergebnis. Charakterisiert dadurch, dass die Tastatur die gleiche Farbe hat wie seine Augenringe. Interessanterweise ist es natürlich so, dass das eben die 80er Jahre natürlich waren, Ende der 70er Jahre. Und was extrem wichtig ist natürlich, jetzt komme ich zum Thema Usability. Wir müssen es dahin bringen, dass die Systeme benutzbar durch jedermann werden. Sie dürfen eben keine Expertensysteme mehr sein. Die KI-Systeme müssen für uns gemacht worden sein, nicht wir müssen uns an die Systeme anpassen. Das ist von zentraler Bedeutung. Das heißt, der Mensch im Zentrum der KI ist ein fundamentales Konzept. Und wenn Sie das tun, dann ist es plötzlich möglich, dass Sie in einem Beispiel wie hier mit der Kinderfahrradfirma Puki plötzlich mit den Kollegen in den Behindertenwerkstätten arbeiten können, die mit diesen Systemen plötzlich umgehen können. Ja, die können quasi out of the box mit hochkomplexen Systemen umgehen, weil sie extrem einfach benutzbar machen. Eben nicht 6 bis 9 Monate entwickeln, davor eine Ausbildung und eben komplexeste Integrationen, die überhaupt nicht verfügbar sind und extrem teuer und Investitionskosten hochtreiben. Das heißt, durch diese Verfügbarmachung von KI in ihrer reinen Form ist es eben möglich, dass jedermann auch daran partizipieren kann. Ich glaube, das sollte auch ein ganz zentrales Ziel für uns alle sein. Ganz wichtig finde ich auch die Ausbildung, und zwar nicht nur der Wissenschaftler, obwohl ich natürlich Wissenschaftler mit Herzblut bin, bin ich auch Vater und mache mir große Gedanken darüber, wie sieht die Ausbildung der Zukunft aus. Ich persönlich glaube, wir sollten diese Neugier so früh wie möglich wecken, und zu diesem Zweck haben wir beispielsweise eine Stiftung ins Leben gerufen, die es sich zum Ziel gesetzt hat, die Ausbildung in Robotik und KI für jedermann verfügbar zu machen. Und ich glaube, das muss eben schon in die Schulen rein. Der Zugang zu dieser Art von Bildung muss auch demokratisiert werden, und dafür müssen wir die Technologien und die Plattformen schaffen. Jetzt komme ich zum letzten Teil meines kurzen Vortrags. Das Thema, wie kommen wir denn jetzt wirklich in diese Lernfähigkeit, wie funktioniert das und wie funktioniert es auch nicht? Und das Wichtige ist eben, das reine Lernen über Big Data, das hat ein paar Probleme, weil wenn wir uns die Kinder anschauen, dann ist eben die Magie des Menschen, das Wunderbare der Evolution ist, dass wir eben nicht Big Data brauchen, sondern Smart Data. Wir sind in der Lage, über, ich sage immer, minimale Anzahl an Daten maximalen Erfolg und maximales Wissen zu generieren, weil das ist, was echte Intelligenz ist. Ein reiner Funktionsapproximator, gut, also ich weiß nicht, das finde ich jetzt persönlich natürlich keine künstliche Intelligenz, das ist ein erster Schritt dahin. Das heißt, wir öffnen eine Tür und jetzt sollten wir die nächsten Schritte gehen. Und da ist eben so, habe ich Ihnen ein Beispiel mitgebracht, das ist ein sehr berühmtes Video, das kennen alle von Google, die haben eine Roboter-Cloud aufgebaut vor einigen Jahren und wollten zeigen, dass eben durch viele, viele Daten viele Fähigkeiten erzeugt werden. Das Problem war, sobald sie in die physische Welt gehen, ist die Welt komplett
komplexer und sie ist eben nicht ein reiner Funktionsapproximator und Sie können die Welt nicht enumerativ durchzählen. Ja, wir können jetzt, wir haben nicht 1 Milliarde Bilder. Also ich hoffe, dass wir uns alle darüber einig sind, dass die Physiker nicht reine Informatiker sind, sondern dass die Physik doch eine komplexe Umwelt ist. Und dass die Welt, in der wir alle leben, ob zwar wir sie nicht verstehen, ist sie ungleich komplexer als die digitale Welt. Und das hat eben gezeigt, dass am Ende die Systeme nur in der Lage waren, ganz grob mal Objekte zu greifen. Also im Prinzip ein Neugeborenes, das einen Finger greift. Das war nach massiven Datenaufkommen, riesige Rechencluster zu nutzen, ohne zu verstehen, was tue ich da? Was möchte ich mit diesen Technologien machen? Sie hatten das Beispiel der Erkennung, das ist ein ganz typisches Problem. Da wissen wir, wir wollen einen malignen Befund erkennen. Da wissen wir sehr genau, wo die Reise hingeht. Und das ist eben in der physischen Welt, in der Interaktion mit der Welt ungleich komplexer. Wir verstehen uns ja selber noch nicht so richtig. Deswegen ist die Medizin auch noch in den Kinderschuhen sozusagen. Und wenn wir das Beispiel von OpenAI anschauen, das ist Elon Musks Think Tank in der KI, dann sehen wir, dass eben über große Rechencluster, das dauert ein paar Wochen, bis das über Deep Learning gelernt wird, am Ende das System in der Lage ist, diese Pizza auf den roten Punkt zu schieben. Und das ist eben das Ergebnis davon, wenn das System eben nicht weiß, was es tut und wenn es keinen Sinn und Zweck hat. Also nicht nur Technologie für den Menschen, sondern auch sozusagen Technologie mit einem Sinn und Zweck. Auch KI mit Sinn und Zweck. Sie muss verstehen. Purpose ist extrem wichtig an der Stelle. Und Purpose kann man implementieren. Jetzt komme ich eben zum Beispiel mit dem kleinen Kind. Wie kann man sowas lösen? Eben nicht über reine Big Data und Brute Force Attacken, sondern wir müssen eben den Menschen verstehen. Wir müssen besser verstehen, wie der Mensch das tut. Nach 10 Versuchen hat die kleine Dame es geschafft, den Schlüssel ins Schloss zu kriegen. Ja, da sagt jetzt jeder Mensch, ja gut, das ist ja jetzt nicht beeindruckend, aber ich habe Ihnen gezeigt, dass State-of-the-Art KI, made in California, nicht in der Lage ist, diese Dinge zu tun. Wenn wir jetzt aber verstehen, was tut der Mensch da und wie läuft das Ganze besser, dann sind wir in der Lage, über kleinste Rechner, eben keine Großrecheneinheiten, sondern über einen Standardrechner, da ist die ganze KI dieses Systems drin, eben einfache Beispiele wie das Einfügen von Objekten mit Submillimeterstandard, das ist sozusagen industrieller Standard, also ein einjähriges Kind versucht jetzt quasi einzufügen. Ich hatte gerade gesagt, die Vierjährige braucht 4-mal. Der Roboter hier in dem Beispiel ist über diese KI ausgestattet und ist in der Lage, diesen Bolzen einzufügen innerhalb von 30, 40 Mal. Der wurde nicht programmiert, das zu tun, sondern er lernt das autonom, eben über künstliche Intelligenz, die da in dieser kleinen Box eingebaut ist. Aber die Algorithmen sind so effizient, dass sie keine großen Rechner brauchen, sondern es kann sich jetzt jeder leisten. Diese Systeme können von wenigen Minuten auf Losgröße 1 produzieren. Das ist sozusagen die Grundidee dahinter. Und interessanterweise ist es so, am Ende, gut, das sind jetzt alles Doktoranden, aber es sind nicht alles Informatiker, ich bin ja querschnittsübergreifend. Das heißt, wir haben da Doktoranden aus der Informatik, E-Technik, Maschinenwesen. Unten rechts ist der Schnellste, der ist natürlich der Maschinenbauer, der hat eine gute Sensormotorik, aber der Roboter war doch schneller. Und das blind, und die Doktoranden durften die Augen offen halten. Das heißt, da haben wir plötzlich Fähigkeiten erlangt, die bis vor kurzem als prohibitiv in der künstlichen Intelligenz galten. Es galt eigentlich als fast nahezu unmöglich. Und jetzt kommt der nächste Schritt. Können wir das Ganze dann eben, können wir das Ganze noch eine Ebene weiterbringen? Jetzt komme ich sozusagen zum Schlüssel. Also wenn die Aufgabe ist, der linke Roboter soll eben den Schlüssel ins Schloss erlernen, dann stellt sich die Frage, kann man das from scratch? Und es zeigt sich, wenn der Roboter sozusagen neugeboren ist, wir haben das ganze Gedächtnis gelöscht, dann ist es eine relativ komplexe Aufgabe. Der Roboter kann das nicht sofort. Es ist offensichtlich schwierig. Ja? Die Lernfähigkeit ist da, aber es dauert mir zu lang. Wie bei dem kleinen Kind da links. Aber dann ist die Idee gewesen, na gut, können wir denn nicht auf Vorwissen zurückgreifen? Weil das ist ja ein wichtiger Faktor in der Intelligenz. Das können wir Menschen natürlich. Und dann springen wir sozusagen auf das Beispiel, was wir gerade gesehen haben. Sie würden jetzt ein bisschen nach rechts, also ein bisschen schneller durchlaufen. Wunderbar, danke, damit wir Zeit sparen. Jetzt zeigt der Mensch sozusagen eben dem Roboter, wenn er jetzt 1 Jahr ist, nicht 4 Jahre, wie man eben diese Stopfen da einfügt. Das haben wir jetzt gelernt, das hatten wir gerade schon gesehen. Das dauert 3, 4, 5 Minuten. Das kommt natürlich darauf an, ist ja Lernen. Manche sind schneller, manche langsamer. Und nach 4, 5 Minuten zeigt mir jetzt der Roboter, schau Papa, ich habe es gelernt und gibt das Wissen an den linken Roboter, der gerade den Schlüssel nicht reingekriegt hat. Und jetzt stellt sich die Frage, kann ich mit dem Vorwissen, was ich gerade von wenigen Minuten generiert habe, den Schlüssel ins Schloss kriegen? Und voilà, es funktioniert. Und das wurde nicht programmiert, sondern komplett gelernt innerhalb von wenigen Minuten. Nicht Wochen und Monate und nicht auf Großrechnern, sondern auf kleinsten Recheneinheiten, die menschliches Verständnis, wie wir unsere Hand benutzen, implementieren. Und jetzt kommt natürlich die große Frage, das ist jetzt ein Schlüssel und ein Schloss. Jetzt stellt sich doch die Frage, kann ich dieses Wissen einsetzen, um einen anderen Schlüssel und ein anderes Schloss auch zu öffnen? Das wäre doch wirkliches Wissen. Das wäre doch wirkliche künstliche Intelligenz, die immer näher an unsere Intelligenz, nämlich die Interaktion mit der realen Welt, rankommt. Und voilà, was wir da sehen, ist eben genau das Beispiel. Anderer Schlüssel, anderes Schloss. Und es funktioniert.
das ist so auch eine Quintessenz, die ich Ihnen mitgeben möchte. Es ist eben extrem wichtig, um solche Dinge voranzutreiben, ist eben diese Symbiose aus der Maschine und der Algorithmik von zentraler Bedeutung. Und da können wir unsere Vorteile in Deutschland ausspielen, weil wir gute Ingenieure sind, vielleicht weltweit nicht so schlecht gerankt, aber weil wir auch hervorragende Informatiker sind und da eben auch die Potenziale in der Wirtschaft sind. Und ich glaube, es ist von zentraler Bedeutung, dass wir eben auch uns das vor Augen führen, dass das hier mit der Welt nicht interagiert, sondern mit einer digitalen Welt. Die Interaktion mit der realen Welt ist ungleich komplexer und deswegen müssen wir Verständnis in die KI bringen. Und das bringt dann eben auch Konzepte wie Zertifizierung, Dependable AI und Safe AI wirklich auf einen Weg, den wir verständlich und irgendwann zertifizierbar hinbekommen. Das heißt, genau die Probleme, die Sie gerade angesprochen haben, sind nur über die Fusion von Wissen und datengetriebenen Algorithmen überhaupt erst möglich. Und um das Ganze zu subsumieren, ist auch ein Thema, was ich an der Stelle nochmal loswerden wollte. Das berühmte Journal Nature hat jetzt ein neues Journal gelauncht. Das nennt sich nicht Nature AI, sondern Nature Machine Intelligence. Warum? Weil eben das Sense Plan Act, das Fühlen, das Denken, das Agieren in der Einheit betrachtet werden muss. Weil wir wollen doch in die Zukunft, wir wollen doch nicht hier stehen bleiben, wir wollen doch endlich die Systeme in der realen Welt, die mit ihr interagieren können. Und dafür brauchen wir die KI, wie sie klassischerweise gesehen, wir brauchen das Lernen, wir brauchen die Perzeption und natürlich die Robotik, die autonomen Systeme, die in der Lage sind, das Ganze durchzuführen. An der Stelle möchte ich noch ganz kurz auf eine interessante, sagen wir, was auch meine sozusagen Werbeblock an der Stelle, wo ich dafür werben möchte. Wir haben jetzt eben an der TU München, ich bin ja erst seit 1. April dort, ein neues Zentrum gegründet, was eben genau dieser nächsten Generation von künstlicher Intelligenz, der Maschinenintelligenz, sich unterliegt. Und das Interessante ist eben, wir bringen eben an der Stelle, und ich glaube, das ist ein wichtiger Weg auch für uns in Deutschland, wo wir aus allen Potenzialen schöpfen können, wir bringen eben die Kollegen aus allen Disziplinen zusammen, aus der Elektrotechnik, aus der Informatik, aus dem Maschinenwesen, aber eben auch aus der Medizin, aus der Physik. Was sind die molekularen Maschinen von morgen? Da gelten die gleichen Fragen. Ja? Was ist Drug Delivery von morgen? Wie werden denn unsere Krebspatienten morgen behandelt? Dafür werden kleinste Nanomaschinen entwickelt. Das sind große Fragen, die uns umtreiben. Und da müssen wir wirklich interdisziplinär denken. Und da haben wir eben mit der Munich School of Robotics and Machine Intelligence bewusst ein Zentrum gebaut in der größten Fakultät in ganz Europa, was Robotik und Künstliche Intelligenz angeht. Und zwar an der TU München, wo jetzt auch noch über 30 Professoren allein jetzt schon sind und mehr als 10 eben in den nächsten Jahren vorangetrieben werden sollen. Und was wir auch vorantreiben wollen, ist eben Purpose-Based Entwicklung. Wir müssen den Menschen ins Zentrum stellen. Wir haben uns 3 Flagship-Initiativen gestellt, der Gesundheit, der Arbeit und der Mobilität. Und ich möchte ganz kurz auf die erste eingehen. Das ist die Assistenz, die intelligenten Assistenzroboter für den Verbleib in den eigenen vier Wänden im Alter. Und dann bin ich auch schon durch. Eine Initiative, wie wir da vorantreiben, ist eben diese sogenannte Geriatronik, also Robotik, Mechatronik, KI für die Geriatrie und Gerontologie. Das heißt, wie können wir eben den Menschen im Alter ermöglichen, selbstbestimmt zu leben? Und dafür haben wir eine Initiative gegründet, eben diese Leuchtturminitiative in Garmisch-Partenkirchen, wo wir eben die sogenannte Modellkommune Geriatronik in Garmisch-Partenkirchen aufbauen wollen. Und das Ziel ist wirklich, dass diese Assistenzroboter, die eben über KI natürlich getrieben werden, aber eben auch eine telemedizinische Plattform sein können, um eben in dieser Vision, zeige ich Ihnen ein paar Beispiele, wo die Reise hingeht, in Pilotwohnungen, die wir jetzt im Moment, wir haben vor 4 Wochen das Zentrum eröffnet, in Garmisch-Partenkirchen eben Pilotwohnungen aufbauen wollen, wo über Jahre die Menschen mit diesen Systemen bedürftige Senioren eben leben und uns Feedback geben sollen, wie wir eben die Probleme des Alters in den Griff bekommen, was sind Themen, die wir vorantreiben wollen, eben ein Hilfswerkzeug für den Alltag und wie können wir eben solche Robotersysteme nicht nur entwickeln, sondern sie hier produzieren und mit der KI ausstatten, die eben vollkommen made in Germany ist. Und dazu, glaube ich, brauchen wir eben genau diese Fusion aus Elektrotechnik und Informatik. Und schlussendlich ist natürlich von zentraler Bedeutung, dass es ein völliger Enabler für die Telemedizin der Zukunft ist. Stellen Sie sich vor, auf ländlichen Gebieten könnten die Ärzte sich direkt in das System sozusagen einklinken, sie werden gerufen, ein Notfall wird über IoT-Sensoren detektiert, sofort kommt die Notärztin, das ist jetzt eine Expertin in dem Beispiel natürlich, kriegt sofort die digitale Krankenakte, den Hinweis hat hoffentlich jeder mitbekommen. Und der Arzt, die Ärztin klingt sich jetzt in das System ein, weiß sofort, um wen es sich handelt, was seine Probleme sind, was ist Medikamentierung und kann natürlich eben jetzt nicht nur sprechen und hören, sondern, und das ist das Wichtige, agieren, das Act. Weil jetzt können wir plötzlich helfen. Vorher konnten wir nur reden sozusagen. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie können sozusagen eine Diagnose, eine Amnese zum Beispiel stellen, aber Sie könnten natürlich auch in diesem Beispiel ein Ultraschallgerät direkt sicher an den Patienten führen, über die Ärztin, potenziell über die 5G-Netze von morgen oder die LTEs von heute geht es auch schon, können Sie dann eben, also wir haben das by the way aus München nach Garmisch-Partenkirchen auch gemacht. Also es geht auch mit Shaky-Netzen sozusagen. Sie müssen natürlich da ein bisschen mehr Hirnschmalz reinstecken. Aber das Wichtige ist, und jetzt kommt eben die Fusion mit der KI, jetzt können Sie eben genau die Daten, die Sie gerade angesprochen hatten, plötzlich nutzen, um dem Arzt einen Recommender an die Hand zu geben, über Smart Data
sozusagen akquiriert über diese intelligenten Robotersysteme, um dann eben über KI-Algorithmen eine entsprechende Diagnose zu stellen. Wir haben eben die ersten Pilotwohnungen jetzt avisiert. Mitte 2019 sollen die eben aufgebaut sein. Dann werden natürlich die Entwicklungen vorangehen. Aber das Wichtige ist auch, wir schaffen dort auch Begegnungsstätten für die Bürger, um sie zu informieren, was bedeutet diese Art von KI? Was haben sie davon und wie können sie davon profitieren? Und wie können sie uns Feedback geben, damit wir die richtigen Technologien nach vorne treiben? Schlussendlich möchte ich die Prinzipien dieser Maschinenintelligenz, die hoffentlich wir in Deutschland und Europa vorantreiben, nochmal nennen. Ich glaube, wir müssen purpose-based sein. Wir müssen wissen, wo wir hinwollen. Wir müssen menschenzentriert sein. Und insbesondere ist ganz wichtig, demokratisiert, damit jeder davon profitiert. Vielen Dank. Ganz, ganz herzlichen Dank, Professor Haderdin. Das war sehr spannend für uns alle und ein exzellenter Einstieg in die Diskussion. Ich darf deshalb die Panel-Teilnehmer nach oben bitten, die jetzt mit uns diskutieren über die aufgeworfenen Themen. Das ist zum einen Professor Slusalek. In Ihrem Programm steht noch Dr. Aljoscha Burschardt vom DFKI, der leider eine Auslandsreise machen musste. Und ich freue mich sehr, dass Professor Slusalek diesen Part übernimmt, ebenfalls vom DFKI. Sie darf ich schon nach vorne bitten. Professor Slusalek ist wissenschaftlicher Direktor am DFKI in Saarbrücken. Dort leitet er seit 2008 den Forschungsbereich Agenten und simulierte Realität. Professor Slusalek ist unter anderem, wie auch Professor Haderdin, wir haben es gehört, Mitglied der European High Level Expert Group on Artificial Intelligence. Herzlich willkommen, Professor Slusalek. Ich freue mich sehr, dass Dr. Anna Lukasson-Herzog bei uns ist. Herzig. Professor Lukasson-Herzig, willkommen. So viele Professoren im Raum. Gründete vor 3 Jahren gemeinsam mit ihrem Bruder das Startup Niris. Ist richtig ausgenommen? Niris, okay. Kern des Startups ist eine Software, die Objekte auf Bildern erkennt und die eben in Online-Shops eingesetzt werden kann. Ich hoffe, ich habe das richtig erklärt, aber Sie können das gleich nochmal genauer erklären und uns vor allem verraten, was daran KI ist und wie das funktioniert. Ihre Software wurde bereits mehrfach ausgezeichnet und Sie arbeiten unter anderem mit großen DAX-Unternehmen zusammen. Und es ist eines der ersten deutschen Unternehmen im Google-Förderprogramm sowie Teil des Microsoft Scale-Up-Programms, also gut vernetzt. Und Sie sind auch im Bundesverband Künstliche Intelligenz engagiert, also auf zahlreichen Ebenen. Herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass Sie bei uns sind. Und dann last not least, Tankred Schipanski, unser Sprecher für die Digitalpolitik der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Tankred Schipanski ist zum einen im Ausschuss Digitale Agenda, was sich selbst erklärt, wenn er der Sprecher für die Unionsfraktion dafür ist. Er ist aber auch Bildungs- und Forschungspolitiker seit langen Jahren. Und herzlich willkommen, Tankred Schipanski. Ich würde gerne eine Einstiegsfrage stellen und ich habe so die leise Vermutung, dass die nach dem, was Professor Haderdin uns eben erklärt hat, jetzt ein bisschen andere Ergebnisse hat, als sie es vielleicht vor seinem Vortrag gehabt hätte. Die Einstiegsfrage ist auf einer Skala von 1 bis 10. 1 ist schlecht, 10 ist gut. Wo würden Sie den Standort Deutschland im internationalen Vergleich ansiedeln? Fangen wir mit Professor Slusalek an. Ich weiß nicht, ob man das Ganze in einer Zahl tatsächlich fassen kann, aber wir sind tatsächlich ganz oben mit dabei. Es wurde am Anfang schon erwähnt, die KI in Europa, aber insbesondere auch in Deutschland, ist seit vielen Jahren ganz vorne mit dabei. Es sind ein paar neue Entwicklungen, wo wir vielleicht nicht mehr ganz so toll sind, aber gerade die traditionelle KI, also mehr der Reasoning-Bereich, sind wir nach wie vor ganz, ganz vorne mit dabei. Wenn es um die Anwendungen geht, sind wir ganz vorne mit dabei. Also insofern müssen wir uns da absolut nicht verstecken. Ein anderes Beispiel, an dem man das festmachen kann, ist, naja, wo kommen denn die ganzen Leute, wo holen denn die Amerikaner und die total inzwischen auch die Chinesen und andere die Mitarbeiter her? Die kommen halt auch zu einem ganz guten Teil hier aus Deutschland und aus Europa. Also insofern müssen wir uns, das wurde ja auch schon gesagt, überhaupt nicht verstecken. Eine Zahl? 8, 9?
10 vielleicht nicht, aber irgendwo da oben bei zwischen 8 und 9 würde ich uns auf jeden Fall ansiedeln, ja. Das ist natürlich auch, hängt natürlich immer noch davon ab, welchen Bereich der KI man sich anguckt. Der ist natürlich sehr, sehr breit und da gibt es Unterschiede. Dr. Lukas und Herzig. Ich würde sagen 7 und wir müssen aber auf die 10. Und genau, und 7, weil, also aus der Start-up-Sicht. Ich glaube schon, dass wir sehr viele Startups haben. Auch ich sehe auch immer diese Europa-Brille oder habe diese Europa-Brille und sehe mich nicht so, also auch von meiner Herkunft her. Ich habe deutscher, schwedischer, französischer Vorfahren, bin in Polen geboren. Insofern Europa-Sicht ist hier irgendwie programmiert. Das ist alles fein. Ich glaube, die Anzahl ist sehr gut. Wir haben eine wahnsinnig gute Forschung. Wir haben sehr viele Startups, die diese Ergebnisse übernehmen und saugute Produkte daraus machen. Unsere Produkte schlagen oft die amerikanischen und die asiatischen. Also wir mit unserem Startup haben IBM Watson Leng geschlagen. Ja, und da gibt es ganz, ganz viele andere Startups in Deutschland, die das tun. Und dann wird es aber schwierig. Ja? Also wir schaffen es nicht, groß zu werden. Wir werden halt verkauft und das an Amerikaner oder Chinesen, bevor wir wirklich groß werden. Und das ist ein Problem. Und was ist da das Problem? Das ist leider Geld. Also wenn man sich halt die KI-Investments, also Investments in KI-Startups anschaut, im letzten Jahr waren 15 Milliarden, davon gingen 48% nach China, 38% in die USA und der Rest in den Rest. Insofern, das ist halt ein Thema. Ja. Vielen Dank. Danke, Schipanski. Wow, also ich glaube, ich würde mich auch der 7 anschließen. Ganz spannend. Eigentlich nach dem Vortrag von Hardini muss man sagen, wow, müssten wir eine 10 machen. Die Folien waren echt überzeugend. Und es ist der erste Professor, der hier in dem Saal ist, der nicht sagt, ach, wir haben zu wenig Geld und alles ganz schwierig und so weiter. Und er ist ja an keiner außeruniversitären Forschungseinrichtung, sondern an der TU in München. Sie haben mich nicht gefragt. Ich glaube, das zeigt einmal, dass wir bei der universitären Forschung relativ fit sind. Wir haben aber auch Fraunhofer, Helmholtz, Max Planck, die da, glaube ich, auch eine ganze Menge und sehr, sehr Gutes machen. Von daher haben wir wirklich eine gute Ausgangslage. Ich finde das aber fair zu sagen, aus dem Thema Transfer und Startups sind wir wirklich noch nicht besonders gut dabei. Und ich gebe die 7 deswegen mit Blick auf Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik. Also mit Blick auf das Bildungssystem. Wir haben zwar hier tolle Köpfe gehabt, die uns da auch präsentiert wurden, aber wenn wir da in die Schulen schauen und Ähnliches, ich glaube, da haben wir politisch eine ganze Menge Hausaufgaben zu machen, dass wir eigentlich diesen guten Stand, den wir heute hier präsentiert bekommen haben, zu halten. Und von daher die 7, liebe Nadine. Gut, vielen Dank als Einstieg. Jetzt würde ich einfach mal ins Publikum fragen, weil mich Ihre Einschätzung interessiert. 9, 7 oder schlechter? Wer sagt, wer schließt sich Professor Susalek an? 9? Einige? 7? Okay, schlechter? Das Publikum sieht es ein bisschen kritischer und einige sind noch nicht ganz entschieden. Vielleicht klärt sich das im Laufe des Abends. Jetzt, Frau Dr. Lukas und Herzig, Sie haben das eben schön dargestellt, wie viel in China, in den USA investiert wird, wie vor allem die Wachstumschancen für Startups besser sind. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, in die USA nach China zu gehen? Ja, klar, damit ist man dauernd konfrontiert, ja, weil ne, wir sind ja, es ist ja auch so, dass man als deutsches Startup halt von den amerikanischen Konzernen quasi belagert wird, aber leider nicht von den Deutschen. Insofern, klar, damit ist man konfrontiert. Wieso nicht, ne, ist die Frage, wieso bleiben deutsche Startups doch in Deutschland? Ich glaube, das Thema Quality of Life und bei mir jetzt persönlich auch das Thema Verbindung von Ethik und Moral mit KI. Ja, also USA und China sind immer noch die beiden Länder, die die Todesstrafe haben und ich möchte das nicht irgendwie mit der KI verbunden sehen, bei allen Begrenzungen, die KI noch liefert. Das ist ein Punkt. Das zweite oder das weitere ist, dass ich glaube, wenn man halt wirklich in sich schaut und auch die Mitarbeiter, die Startups, die hier gründen und hier bleiben, fragt, was schätzt ihr so sehr an Deutschland und wieso bleibt ihr hier, was ist so das Wichtige, ist halt dieses Thema, dass man das Gefühl hat, hier wird der Mensch ins Zentrum gesetzt und man hat das Gefühl, man kann das Ganze irgendwie nach vorne bringen, schon sehr wichtig. Also fast alle, die mal so eine Reise in Silicon Valley gemacht haben und all die Startups sehen und schauen, was da passiert, wundern sich, wieso die Menschen an den Problemen nicht arbeiten, die offensichtlich sind. Ja, an all den Obdachlosen, die vor dem Twitter-Office liegen und schwarze Zähne haben. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal schwarze Zähne gesehen habe. Das war halt jetzt vor ein paar Wochen in San Francisco und davor irgendwo in Ägypten
im Praktikum. Ja? Also das ist halt, das ist schon irgendwie verschoben da. Und ich glaube halt, das, was wir hier geschaffen haben, ist halt einzigartig in der Welt, in Europa. Und das, wenn man halt da stark ist, möchte man es auch behalten und findet das auch so nicht wieder woanders. Schönes Plädoyer dafür, was auch eben schon angeklungen ist in den Grußworten, dass KI auch dem Zusammenhalt der Gesellschaft dienen muss. Ja, vielen Dank. Professor Susalek zuckt schon. Ich nehme an, Sie haben die gleichen Fragestellungen tagtäglich. Ja, auch ich war natürlich in Stanford und die Erfahrung von dort, da kann ich Ihnen nur beipflichten. Ich bin damals auch sehr gerne zurückgekommen. Hier fühle mich hier auch sehr wohl. Wir haben hier auch fantastische Möglichkeiten. Aber wenn man sich eben anguckt, wie das in China und in den USA hochskaliert wird vom Investment her, nicht nur in Forschung, sondern vor allem eben auch auf der industriellen Seite, tatsächlich nicht nur die guten Ergebnisse in der Forschung zu generieren, sondern sie dann eben einzusetzen und in die Industrie reinzubringen und eben dafür zu sorgen, dass die Start-ups hier aus Deutschland und aus Europa nicht verkauft werden. Nicht jetzt dadurch, dass wir es verbieten, sondern dadurch, dass wir die Industrie ermöglichen, diese Start-ups tatsächlich auch zu kaufen und dann hier groß werden zu lassen, ist ein ganz zentrales Thema. Wir müssen aber auch, und dazu zum Investment, wir müssen hier natürlich, wenn wir weiterhin die Investment in KI klein halten, wie wir das bisher getan haben, dann haben wir natürlich mittelfristig keine Chance, auf dem gleichen Niveau weiter mitspielen zu können. Also insofern, dieses Investment in KI brauchen wir eigentlich auf allen Ebenen. Das brauchen wir vor allem in zwei wesentlichen Bereichen in der Forschung, in der Spitzenforschung. Aber wir müssen natürlich auch gucken, dass wir die Forschung in die Breite bekommen. Einerseits, um die Talente dort abzuholen, wo sie in den Schulen, in den Universitäten anfangen. Aber eben auch die Spitzentechnologie, die wir hier entwickeln, in die Breite, in die vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen zu bringen, die ja genau unsere Stärke hier in Deutschland und in Europa sind. Das sind ja allein 2 Milliarden, die jetzt China in einen KI-Park investiert. Das sind natürlich Summen, wird einem schon ganz anders. Gleichzeitig sind es andere Standards, Datenschutzstandards, ethische Standards, ethische vor allem mit Blick eben auf China. Wenn man in die USA schaut, sind es aber zumindest auch andere regulatorische Standards. Tangshi Chipansky, bekommst du da Angst, wenn du diese Zahlen hörst, oder was ist die Antwort der Politik darauf? Das hoffen wir nicht. Das ist ja klar, dass man auch ein bisschen über das Geld sprechen muss und dass ich glaube, die Koalition auch sehr gut committed hat und gesagt, natürlich wird das ein Schwerpunkt sein, auch ein finanzieller Schwerpunkt. Das wird noch nicht im Haushalt 2019 abgebildet, aber mit Sicherheit natürlich ein ganzes Stück später. Und Sie wissen, dass wir viel mit Frankreich zusammen machen. Ich glaube, die Franzosen geben jetzt 1,5 Milliarden rein und weiß nicht, ob wir da sehr weit zurückstecken werden, aber ich glaube, das ist politisch angekommen, um welche Finanzmittel es geht, was man sich wünscht und wo die anzulegen sind. Ich glaube, das Spannende ist, was die Nadine Schön nochmal anspricht, sind natürlich diese ethischen Standards. Und das ist ja eine Sache, Helge Braun hat es vorhin angesprochen, die Enquete-Kommission, die sich insbesondere auch mit diesen ethischen Fragestellungen beschäftigen soll und muss, weil wir eben sehen, wenn sie diese voll digitalisierten, überwachten Städte in China sehen, wo wir als Europäer und als Deutsche sagen, das ist nicht unsere Art einer digitalen Stadt. Wenn Sie in der USA sehen, wie die NSA auf gewisse Daten zugreift und das die amerikanischen Unternehmen mit sich machen lassen, dann sagen wir als Europäer und auch als Deutsche, das ist auch nicht unser Herangehen. Und von daher ist es, glaube ich, eine wichtige europäische und deutsche Aufgabe zu sagen, wir entwickeln ethische Standards, und ethische Grenzen, das wurde ja heute oft gesagt, der Mensch steht auch im Mittelpunkt dieser Entwicklung. Und wichtig ist es dann, diese Standards, die wir entwickelt haben, wirklich in die Welt zu tragen und zu schauen, wie kann man das eigentlich international, wie kann man auch die Chinesen, wie kann man die Amerikaner gewinnen, sich dann an diese Standards zu halten. Und das ist, denke ich, eine spannende Aufgabe, die Enquete-Kommission vor sich hat. Was ich gut finde, ich habe neulich vor chinesischen Wissenschaftlern vorgetragen und die fanden das auch gut, ehrlich gesagt. Die haben gesagt, ja, wir wollen eben auch nicht nur dieses Technische, sondern diese Grundrechte, diese Menschenrechte auch entwickelt in Richtung Völkerrecht. Die haben auch ein gesundes Empfinden und sagen, da muss es ethische Grenzen geben.
und sind gespannt, was Deutschland und was Europa da vorlegt. Jetzt, Frau Dr. Lukasen, ist es Ihnen schon mal vorgekommen, vielleicht auch in der Zusammenarbeit mit den deutschen DAX-Unternehmen, dass jemand gesagt hat, das wird mir jetzt ethisch zu kritisch, das kann ich nicht kontrollieren, da habe ich eine rote Linie? Oder haben Sie vielleicht selbst rote Linien fixiert für Ihr Unternehmen? Ja, also ganz konkretes Beispiel, eines unserer allerersten Kunden, Lidl. Die kamen sehr, sehr früh auf uns zu, also noch lange vor der Datenschutzrichtlinie und sagten, okay, wenn halt Kunden von uns Fotos machen, die werden ja, gehen ja über Cloud, bla bla bla, werden bei euch gespeichert. Was passiert, wenn da nackte Kinder im Foto sind? Ja, also wir möchten halt nicht, dass diese Fotos irgendwie forever und immer gespeichert werden. Und dann haben wir halt gedacht, naja gut, okay, das passiert ja nicht, man fotografiert ja etwas, was man kaufen möchte. Ja, und es ist tatsächlich so, dass wir es jetzt häufiger sehen, dass das passiert, weil halt der Mensch draußen gar keine Idee davon hat, dass wenn man halt mit dem Smartphone zu Hause im Garten ein Foto macht, dass, wo das Foto landet und wer das alles sieht. Das ist erschreckend. Ja, wir erhalten Fotos von Müttern, die ihr stillendes Baby fotografieren, von Kindern, die im Garten spielen und nackt fotografiert werden, etc., etc. Und wir haben uns damals darauf geeinigt, dass wir halt den visuellen Meta-Content quasi aus dem Foto rausziehen und nur das speichern und die Originalfotos sofort löschen. Und das ist auch das Einzige, was wir brauchen. Und das war auch gut. Also damals haben wir gedacht, naja, okay, ist ein bisschen hergezogen, aber im Praxistest zeigt sich tatsächlich, dass der Konsument, dass der Endverbraucher da auch nicht drüber nachdenkt. Und davor müssen wir ihn schützen, weil wir halt nicht garantieren können, was mit den Daten passiert für so 100%. Ja. Das ist ein sehr verantwortungsvoller Approach, auch fürs eigene Unternehmen sowas festzulegen. Sieht man ja auch bei den großen US-amerikanischen Unternehmen, dass man versucht, sich selbst Standards zu geben. Professor Susalek, Sie sind ja sehr aktiv auf europäischer Ebene. Wie weit ist denn die Diskussion über ein europäisches ethisches Standardisierungsregelwerk? Zum einen, vielleicht kurz als Ergänzung noch dazu, auch DFKI hat sich zum Beispiel sehr klar gesagt, dass wir aktive militärische Sachen nicht unterstützen werden, zumindest solange dort keine klaren Regelungen da sind, wo wir dafür sorgen können, dass eine gewisse ethische Standards eben von dem KI-System auch eingehalten werden könnten, wofür wir heute die Technologie überhaupt nicht haben. Das heißt, ein ganz zentraler Punkt ist, können wir Technologien entwickeln, wo wir ethische Standards, die wir natürlich gemeinsam noch definieren müssen, die als Gesellschaft auch definieren müssen, glaube ich, ein sehr spannendes Unternehmen, dass wir dann sozusagen das auch in die KI einbetten können, sozusagen garantieren können, dass das KI-System tatsächlich sich dann entsprechend auch verhält. Kann zum Beispiel sagen, da sind wir mit Rüdiger Dabrock, Professor Dabrock aus Erlangen, gucken wir uns, also der Vorsitzende Deutsche Ethikrat, gucken wir uns genau das an, also wie kann man sozusagen Ethik mappen auf KI. Aber Sie hatten zur EU gefragt. Also zum einen die High Level Expert Group, ein wesentlicher Auftrag an die High Level Expert Group für KI auf der EU-Ebene ist genau, diese ethischen Standards mal zu formulieren und dann zu gucken, dass man sozusagen, was eine Umsetzung dann auch bedeuten würde, das ist zumindest der nächste Schritt. Auf der anderen Seite, also das ist ja eine Aktivität der Kommission, auf der anderen Seite haben Wissenschaftler, da gehöre ich mit dazu, zu den Initiatoren, wir haben das Claire-Netzwerk gegründet, wo wir aus der Forschersicht, also vor allem getrieben aus der Forschung, wir sind gerade dabei, auch sehr viel stärker die Industrie mit einzubinden, aus der technischen Sicht sozusagen, was ist denn eigentlich notwendig, um KI zu fördern, um eben auch eine menschliche KI, also AI from humans, for humans oder vom Menschen, für Menschen zu entwickeln. Und diese Diskussion innerhalb der Fachcommunity ist, glaube ich, eine sehr starke Ergänzung zu den im Moment sehr stark politisch, ich sage mal, mehr von oben getriebenen Aktivitäten, dass tatsächlich von den Menschen, die vor Ort technisch die KI vorantreiben, sowohl in der Forschung, aber eben auch in der KI, das zu ergänzen und sozusagen auch hochzuspiegeln zu den Entscheidungsträgern, aber eben auch also auf der politischen Seite, aber natürlich auf der industriellen Seite auch. Aber wir müssen gerade, was den Ethikbereich angeht, die Technologie
Strategie weiterentwickeln, aber uns als Gesellschaft dann auch Gedanken darüber machen, was ist es denn eigentlich? Wie wollen wir die KI haben? Also vorhin wurde gesagt, ich weiß nicht, ob es wirklich so gemeint war, wir müssen die Gesellschaft sozusagen fähig machen, KI. Das ist sicherlich auch nicht falsch, aber wir müssen, glaube ich, vor allem uns als Gesellschaft darüber Gedanken machen, was wollen wir denn eigentlich, was die KI für uns tun soll, was ist akzeptabel, was ist nicht mehr akzeptabel. Das ist dann auch, das ist ja nichts, was wir als Wissenschaftler entscheiden sollten, sondern da sollten wir natürlich das zurückspiegeln oder das implementieren letztendlich, was die Gesellschaft will. Und diese Diskussion, das ist das Schöne aus meiner Sicht, wir führen diese Diskussion, obwohl die Technologie noch gar nicht da ist. Typischerweise ist das reaktiv. Hier machen wir es zumindest parallel, teilweise sogar im Vorgriff. Das ist eine gute Entwicklung, aber diese Diskussion müssen wir auch faktenbasiert tatsächlich vorantreiben. Und insofern freue ich mich sehr, hier auch in solchen Foren diese Punkte anbringen zu können mit den Kollegen hier. Genau, das wollen wir tun. Angstmacherei bringt ja da nichts, sondern faktenbasiert. Das sieht man jetzt auch schon in den ersten Sitzungen der Enquete-Kommission, dass der Input der Experten da extrem wichtig ist und uns davor bewahrt, vorschnell irgendwelche Schranken einzuziehen. Beim Thema Schranken will ich vielleicht gerade den Sprung machen zum Thema, was Heike Braun noch angesprochen hat, Datenschutz, Datenpolitik. Auch das ist ja in den USA, in China ganz anders als in Europa. Wie oft stoßen Sie da an Ihre Grenzen? Also wir haben bisher immer alles gelöst und ich bin auch ein ganz großer Befürworter von Datenschutz. Ich glaube auch, dass wir es dadurch schaffen, Produkte, die halt human-centric sind, aufzubauen und dadurch einen Vorteil haben gegenüber den anderen, weil die sich eben keine Gedanken drum machen müssen. Und wenn man sich einmal damit beschäftigt, ist es wirklich simpel. Also halt die KI versteht vieles, was, wofür sie das Ganze gar nicht braucht. Sodass wir halt, wie Ihnen vorherigen Beispiel beschrieben, gar nicht die gesamte Info, die ein Mensch irgendwie missbrauchen könnte, nutzen müssen. Ja? Sodass man, dass es wirklich viele Wege gibt, um das konform darzustellen. Und da bin ich auch froh, dass wir eigentlich dazu gezwungen sind. Und also die Frage kurz zu beantworten, nein, bisher gab es keine, also wir sind null dadurch begrenzt, dass es diese Norm gibt. Vielleicht ein bisschen Bürokratie. Ja. Zugang zu Trainingsdaten wird aber immer wieder thematisiert. Wie sieht das bei Ihnen aus, Professor Susarek? Ist ein großes Thema. Das ist, glaube ich, einer der Bereiche, wo wir in Deutschland und Europa stark vorankommen müssen und sollten. Eine Sache, die wir als Claire vorantreiben, ist auch die eines großen Daten- und Compute-Zentrums für KI. Wir sind in der Situation, dass in Europa kaum jemand über wirklich auch große KI-Probleme nachdenkt. Weil er könnte es eh nicht implementieren. Das heißt, wir müssen auch die Möglichkeiten, wir nennen das gern Google Scale, ja, also wirklich die ganz großen Probleme, wenn ich heute an Genomdatenbanken, Personalized Health denke, da brauchen wir Unmengen an Daten, aber auch einfach, um die vielen mittelständischen, auch kleinen Unternehmen zu ermöglichen, die ihre eigene Infrastruktur dafür gar nicht bauen können. Auch die müssen wir unterstützen, dass wir solche Infrastruktur als Staat bereitstellen können, dann, wenn es monetarisiert wird, sicherlich mit einem Return Channel auch. Das müssen wir auf jeden Fall machen. Von Claire her wollen wir das sowohl auf der europäischen Ebene, wir reden da von einem Claire Hub, also einem Ort, wo sich eben auch die KI-Forschung, aber eben auch die Industrie aus ganz Europa trifft, aber wo eben auch diese Infrastruktur dort ist. Deswegen nennen wir das ganz gerne auch mal CERN für KI, CERN, der Beschleuniger bei Genf, vielleicht das Aushängeschild europäischer Forschung, erfolgreicher Forschung. Sowas müssen wir, auch solche Aushängeschilder brauchen wir für die deutsche und die europäische KI, weil das ist auch klar, wir werden die KI-Forscher nicht nur mit Geld hier halten. Ja, das wird wahrscheinlich auch, da werden wir wahrscheinlich nicht wirklich kompetitiv sein können, weil zu den Preisen, die da teilweise, oder Gehälter, die da teilweise gezahlt werden. Aber zumindest in dem Forschungsbereich, die Hauptmotivation für einen guten Forscher ist nicht das Geld. Die Hauptmotivation
sind die Herausforderungen, die Möglichkeiten, Durchbrüche im Team mit anderen guten Leuten zu machen. Und diese Optionen bieten wir viel zu wenig, unter anderem, weil auch die Ressourcen dazu fehlen und weil wir viel zu fragmentiert hier in Europa sind. Die Sachen müssen wir stärker zusammenbringen. Klingt auch ein bisschen nach dem Daten-Airbus, den Peter Altmaier vorgeschlagen hat, Tankdeutsche Schepanski. Hältst du das für eine gute Idee? Es wird sehr spannend, also wirklich eine spannende Veranstaltung. Normalerweise hier in diesem Fraktionssitzungssaal hören wir zur Datenschutzgrundverordnung nur Beschwerden. Und das ist ja heute das erste Mal, dass ein Panel da ist, die sagen, na, also eigentlich haut das schon ganz gut hin. Wir bessern danach bei den Beschwerden, die da auch kommen. Das muss man sagen. Auf der anderen Seite, Sie haben es ja angedeutet, ist das jetzt auch ein Standard für die USA geworden? IBM hat gesagt, sie übernehmen in ihrem Umfeld, in ihr Unternehmen diese Datenschutzgrundverordnung komplett. Von daher können wir da eben auch Vorbildwirkung entfalten. Wir sind gegenwärtig dabei, bei der Urheberrechtslinie auf EU-Ebene nochmal nachzubessern bei diesem Text- und Data-Mining, weil wir da viel aus dem Verband auch gehört haben und aus der Wissenschaft, dass da Regelungen entstehen könnten, die hemmend sind. Also auch das haben wir also da auf dem Schirm. Und wir denken, und die Nadine Schüller hat es angesprochen, wirklich europäisch. Ich glaube, wir haben es gehört vorhin vom Helge Braun, er darf noch nicht zur KI-Strategie sagen. Nun hat die Bundesregierung natürlich ein Eckpunktepapier da auch vorgelegt. Und da stehen ja schon die entsprechenden Schwerpunkte drin, die entsprechenden Handlungsfelder drin. Und ich denke, auch die KI-Strategie wird von diesen Dingen nicht im Wesentlichen abweichen. Da geht es wirklich um europäische Projekte, um einen engen Schulterschluss mit Frankreich. Wir werden, denke ich, forschungsmäßig auch auf den Netzwerken und den Strukturen aufbauen, die wir bereits in Deutschland haben, weil die KI-Strategie ist ja im primären Forschung, um den es geht, und den Transferbereich noch einmal ein ganzes Stück stärken. Also von daher denke ich, du hast nach dem Airbus gefragt, ich denke, es wird ein guter Motor werden, was Deutschland und Frankreich in diesem Bereich dafür ganz Europa machen. Und was für mich heute auch neu war auf dieser Folie, wenn man die Chinesen gesehen hat und die Amerikaner, die da gerannt sind und dann diese kleinen Europäer hinterher mit ihrem einen Roboterarm, wenn man das dann wieder in absoluten Zahlen sieht, dass doch die EU gemeinsam auch bei den Finanzierungen doch deutlich vorne liegt. Und ich glaube, dann müssen wir wirklich uns da noch stärker committen und zusammenfinden. Die EU hat ihre Strategie vorgelegt, die Franzosen haben das gemacht, die Konrad-Adenauer-Stiftung hat mal alle internationale KI-Strategien verglichen, und ich hoffe, dass wir am Donnerstag eine gute deutsche KI-Strategie vorlegen. Wenn ich gerade das noch ergänzen könnte, ich denke, wir brauchen auf der Forschungsseite das CERN für KI, also tatsächlich, wo die Forscher aus ganz Europa zusammenkommen, verteilt, aber dann gemeinsam auch an Projekten arbeiten. Wir brauchen aber auf der Wirtschaftsseite tatsächlich auch den Airbus, eben die Zusammenarbeit auf der industriellen Seite, um dafür zu sorgen, dass die guten Startups, die wir haben, eben nicht aus den USA und andersweit hier aus Deutschland weggekauft werden. Ein schönes Beispiel finde ich immer hier, also Nokia Maps, wie es ursprünglich, glaube ich, mal hieß, wo sich dann eben deutsche Automobiler zusammengetan haben und gesagt haben, gemeinsam kaufen wir das, weil wir brauchen diese Technologie hier in Europa. Ich glaube, ähnliche Aktionen, und das ist ja fast schon ein kleiner Airbus aus der Privatindustrie sozusagen in dem Fall entstanden, solche Initiativen brauchen wir sehr viel mehr, um sowas wie KUKA eben zu verhindern, dass diese Technologie hier weiterhin in Deutschland bleibt. Jetzt gucke ich auf die Uhr. Sie können gleich noch was dazu sagen. Ich würde nur in die Runde sagen, zwei Wortmeldungen würde ich zulassen, weil wir dann zum nächsten Panel überleiten werden. Eine, Sie können vielleicht schon mal ans Saalmikro gehen, und in der Zeit kann Frau Dr. Lukasen herzlich noch nutzen für ihr Statement zu diesem Thema. Genau, ganz kurz einmal, ich glaube, wo wir halt, also beim Startup-Thema, da schauen wir halt immer auf diese Riesenfinanzierung, Riesen-Startup, riesengroße Unicorns, und ich glaube, das, was wir auch schon gelernt haben, ist, dass wir in Europa halt nicht die Master sind von riesengroßen Firmen, das können wir nicht so gut. Ja, was wir aber gut können, ist gerade in Deutschland, ist halt den Mittelstand zu stärken und mittelständische Hidden Champions aufzubauen. Und beim Startup ist das irgendwie noch nicht angekommen. Also in der Industrie haben wir schon verstanden, dass wir ohne diesen Mittelstand gar nicht weiter können und dass wir da extrem stolz drauf sein können. In der Startup-Szene ist das irgendwie noch nicht so umgesetzt, dass wir sagen, es gibt die Unicorns, aber da sind wir gar nicht so die Master drin. Ja, wir
können uns aber darauf konzentrieren, einfach sehr, sehr viele Hidden Champions in dieser mittleren Ebene aufzubauen und die auch hier zu behalten und zu stärken und zu verhindern, dass die halt von IBM, Microsoft und Co. verkauft werden. Ja? Ich weiß noch nicht wie, aber das wäre halt, das wäre mal etwas, was anders ist als USA und China. Aber auch nicht nur Start-ups, sondern wir müssen vor allem, also natürlich absolut wichtig, keine Frage, aber wir müssen eben auch gucken, dass diese KI-Technologie in vorhandene Firmen reinkommt, Produkte veredelt, die schon da sind und letztendlich dafür sorgt, dass diese Hidden Champion, die wir ja überall haben, gerade im Mittelstand, dass die eben auch in die Lage versetzt werden, motiviert werden und unterstützt werden, um diesen Sprung, diese Aufnahme von KI in ihre Produkte tatsächlich zu machen. Wir glauben, wir brauchen beides, wir dürfen da nicht einäugig agieren. Dann würde ich jetzt die Frage zulassen. Bitte schön. Es ist nicht nur eine Frage. Stellen Sie sich kurz vor. Vielleicht. Okay, moin, mein Name ist Nikolaus Klimwert, ich bin jetzt gerade 20 Jahre alt, ich mache ein Praktikum bei Markus Weinberg, der ist ja stellvertretendes Mitglied in der Enquete-Kommission. Und ich hatte eine Kombination aus drei Fragen, die sich, glaube ich, recht schnell beantworten lassen. Und zwar ist ja vor ein paar Wochen die Veröffentlichung der Studie The Moral Machine vom MIT erschienen. Da ist ja ganz klar aufgezeigt, dass es ja nicht nur diesen einen Wert, diese eine gemeinsame Moral gibt, sondern ungefähr drei verschiedene Strömungen, eine nördliche, eine südliche und eine östliche Strömung an der Moral. Da wäre die Frage konkret, wie lässt sich das lösen? Denn ich finde, nur Europa in AI gedacht ist ein bisschen zu kurz. Dann die andere Frage, was ich so ein bisschen vermisse, es ist ja schön, dass wir über die technische Anwendung und Robotik und so weiter sprechen, aber was ist das Problem mit Bias-KI, was ist das Problem mit Radikalisierung durch Social Media, durch künstliche Intelligenz, die Filterblasen oder Ähnliches erschafft? Und die dritte Frage, Frau Abgeordnete, Sie haben ja erzählt, dass es Ihnen sehr viel hilft beim Verständnis von künstlicher Intelligenz, die ganzen Expertengespräche in der Enquete-Kommission. Da stellt sich mir brennend die Frage, warum ist die nicht öffentlich? Weil es würde ja großen Teilen der Bevölkerung, und Sie sehen, der Antrag ist ja vorhanden, vielleicht auch weiterhelfen, wenn man die Expertinnen, die dort befragt werden, auch gleich nochmal nachschauen kann oder die Presse zumindest darüber berichten kann. Da melden sich schon die ersten Enquete-Mitglieder, die da gleich was dazu sagen werden. Aber grundsätzlich sind wir uns einig, dass die Enquete-Kommission ganz viel öffentliche Teile haben muss, was sie auch schon hat. Also es wurden schon Sitzungen öffentlich gestreamt, aber sie muss auch ein Ort sein, wo man auch mal intern diskutiert, ohne die große Bühne der Öffentlichkeit. Denn aus der Erfahrung wissen wir, sobald die Kameras an sind, sind politische Diskussionen auch weniger auf die Wissens Gewinnung und Sacharbeit und den Austausch fokussiert, sondern oft der dienen der politischen Darstellung nach außen. Und das wollen das uns die Enquete-Kommission zu schade, das wollen wir verhindern. Deshalb eine kluge Kombination aus Teilen, die man öffentlich macht, wo alle dran teilhaben, aber auch Orte, wo man intern auch diskutieren kann. Das war meine Antwort und die anderen Fragen können vielleicht in die Schlussstatements der drei Panelisten aufgenommen werden, weil wir dann leider zum nächsten Thema übergehen müssen, dürfen, wie auch immer. Wie Sie wollen. Ich kann gerne anfangen. Zu den Moralsachen, das waren ja eine sehr breite Reihe von Moralfragen, die dort untersucht wurden. Ich glaube, es ist uns allen klar, dass natürlich es starke kulturelle Einflüsse auf Moralvorstellungen gibt. Ich glaube, das ist selbstverständlich, dass es drei sind, hat mich etwas überrascht. Ich hätte da eigentlich mehr Diversität erwartet. Aber das ist ja auch nichts, mit dem wir nicht umgehen können. Ja? Also ich meine, wenn ich jetzt an autonome Fahrzeuge denke, das Autofahren in Rom, in Paris, in Berlin, wo auch immer, unterscheidet sich dramatisch. Und natürlich müssen autonome Systeme, KI-Systeme damit auch umgehen können. Und ich glaube, wir können jetzt auch nicht unbedingt erwarten, dass es sozusagen eine Weltmoral gibt, die eine, die für alle gilt. Ich glaube, es gibt natürlich Grundwerte, es gibt Menschenrechte und viele andere Dinge. Und ich glaube, dass, das ist ja vielleicht weit vorgegriffen, ich glaube, dass diese Diskussion über Moral und Ethik, die wir jetzt einer Maschine beibringen müssen, ich glaube, da kommen wir nicht drum rum, dass das uns als Gesellschaft auch hilft oder als Gesellschaften auch hilft,
uns klarer darüber zu werden, was denn unsere Moralvorstellungen sind. Weil es sind nicht mehr nur Wölkchen, die wir den Philosophen überlassen, sondern es sind konkrete Engineering-Entscheidungen für die Produkte von morgen. Und da müssen wir uns, glaube ich, schon stärker diskutieren, was wir uns da genau vorstellen. Und diese Diskussion müssen wir tatsächlich führen. Und Filterblase und so weiter will ich jetzt gar nicht viel zu sagen. Das sind ethische Aspekte, die sind dabei. Genau, dazu machen wir dann eine extra Veranstaltung. Dann gehe ich nochmal auf Facebook und Co. ein. Also ich glaube, das ist also absolut der richtige Einwand. Und da haben wir halt nicht so wirklich die Kontrolle drüber, weil halt der gesamte B2C-Zugang und Markt ist halt in amerikanischer Hand. Und China ist auch deswegen so groß im Bereich KI, weil sie eben da nicht die amerikanischen Produkte übernommen haben, sondern ihre eigenen hochgezogen haben. Wir in Europa sind ja immer sehr frei und sagen, das möchten wir nicht. Wir möchten den Wettbewerb einfach stärken und keine Produkte, die aus den USA kommen, einfach so verbieten. Und ich glaube, das ist aber ein Punkt, wo wir halt klar aus der Wirtschaft, also aus der Forschung, aus der Wirtschaft, aus der Startup-Szene, können wir da natürlich einarbeiten und etwas erreichen, aber das ist relativ wenig. Ja, wir werden kein zweites Facebook in Europa bauen können, das halt datenschutzkonform ist und auch kein Google etc. Da haben Sie aber als Gesellschaft ja die größte Macht. Ja, also wir nicht so, aber die gesamte Gesellschaft und der einzelne User, sie haben da die größte Markt einfach, indem man Facebook nicht mehr nutzt. Ja. Und das wäre so mein Schlussplädoyer. Vielleicht nutzen Sie mehr deutsche Startups wie DeepL. Ja, DeepL, wer kennt DeepL? Sehr gut, aber noch viel zu weniger. Ja. Es schlägt Google Translations um Längen. Ja, kann jeder jeden Tag nutzen, einfach wenn man irgendetwas aus Deutsch nach Englisch, Englisch nach Polnisch, Polnisch nach Spanisch etc. übersetzen möchte, einfach in DeepL hochladen und fertig. Und damit können Sie uns am meisten helfen, ja, indem man einfach die europäischen Produkte stärker nutzt. Okay, danke. Wenn ich dich bitten darf, ganz kurz, weil wir schon... Natürlich, wir machen eine ganze Menge bei der Haftung von Plattformen, das vielleicht als Antwort auch an gesetzliche Regulierung. Was uns wichtig ist, ist, glaube ich, bei dem Thema Akzeptanz zu schaffen. Akzeptanz beim Thema KI, beim Thema Digitalisierung. Von daher finde ich das gut, dass wir das heute alles in Berlin machen. Aber ich glaube, wir müssen das in die Fläche bringen, in die kleinen Bundesländer auch, um die Leute da mitzunehmen. Weil in Berlin ist das wirklich momentan ein absoluter Hype, dieses Thema. Ich glaube, auch wissenschaftlich gesehen. Aber uns kommt wirklich darauf an, Akzeptanz und in die Fläche, um dann auch den gewissen gesellschaftlichen Input zu diesem Thema zu bekommen. Herzlichen Dank unseren drei Panelisten, die wir jetzt mit einem herzlichen Applaus verabschieden. Und ich darf zu mir nach oben bitten, Professor Christoph Meinl. Professor Meinl ist CIO und Direktor des Hasso-Plattner-Instituts in Potsdam. Er ist Dekan der Digital Engineering Fakultät an der Universität Potsdam, Mitglied der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften, ACATEC, und Direktor des HPI Stanford Design Thinking Research Programm. Herzlich willkommen. Professor Dr. Jörg Müller-Litzko ist Professor für Medienökonomie und Medienmanagement am Institut für Medienwissenschaften der Uni Paderborn. Er ist Sprecher des C-Netzes, was vielen in diesem Raum bekannt sein dürfte, und ist Mitglied der Internet-Enquete-Kommission. Herzlich willkommen. Und mein Kollege Andreas Steyer ist ordentliches Mitglied im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technik Folgenabschätzung. Er ist der Berichterstatter für den Bereich künstliche Intelligenz, und vor seiner Zeit im Bundestag hat er in verschiedenen Firmen im Bereich der Sensortechnik gearbeitet, also auch praktische Erfahrung. Herzlich willkommen, Andreas Steyer. Jetzt sind wir ja schon sehr tief eingestiegen in diesem ersten Panel, aber die Schnittstelle allen dessen ist ja der Mensch. Und derjenige, der in den Unternehmen die KI erfindet, derjenige, der die KI-Systeme nutzt. Wir hören immer wieder von den Ängsten der Bevölkerung. Professor Meinl, was ist denn Ihre Antwort auf diese Themen, wenn wir uns den Menschen anschauen? Das ist so ein bisschen das typische deutsche Problem. Wir sind hier, was wir vorhin gehört haben, in allerhöchsten Höhen und wunderbar zufrieden. Und gucken Sie in die Schulen, wo es losgeht. Wie weit ist dort die Digitalisierung angekommen?
wie geht die Bevölkerung mit diesen Themen um? Das wird doch eher als eine Belastung, als ein Verwaltungsakt oder Belastung, als Stelle ein Thema, wo man auch mit einer gewissen Begeisterung die Chance hat, in eine neue Welt mit neuen Möglichkeiten zu kommen, neue Anwendungen zu machen, Spannung zu erzeugen, nicht den Gleichlauf. Also da stehen wir uns oft selber im Weg. Darf ich mit den Schulen weitermachen? Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Wir haben den Auftrag, mal so eine Infrastruktur zusammen mit dem MINT-EC, etwa 300 Exzellenzschulen im MINT-Bereich, für so eine Infrastruktur, dass man in Schulen die Lehre überhaupt einfach digitale Inhalte, es geht noch gar nicht um welche, sondern einfach die nutzen kann. Ein Lehrer nach jetziger Regulierung in Deutschland macht sich strafbar, wenn er eine interaktive Software im Unterricht benutzt. Interaktiv heißt Vokabeltrainer oder irgendein intelligentes Programm, was sich erinnert an den Schüler und genau auf dessen Leistungspunkt eingehen kann, wenn nicht vorher von allen Eltern der Klasse die schriftliche Zustimmung vorliegt. Und wenn das Kind dann 16 ist, reicht die Zustimmung der Eltern nicht, sondern auch das Kind. Warum? So werden personenbezogene Daten verarbeitet. Das ist glücklicherweise dann am Ende in den Experimenten nicht so bekannt. Deswegen wird in einzelnen Schulen experimentiert. Aber wir experimentieren schon in 10, vielleicht sogar 20 Jahre. Und es ist immer noch schwierig für einen Lehrer, da gibt es nur dieses Computerzimmer, da kann man nicht ganz normal im Musikunterricht, wenn da irgendwie man zugreifen will und sagen, komm, hier gibt es ein tolles Video, guck mir das an und jetzt gucken wir den Künstler, jetzt sprechen wir mal über die Noten dazu. Das wäre eine ganz normale Ausstattung, die wir ja im Leben auch haben. Nicht? Wir laufen alle mit diesen Dingern rum und wenn immer wir irgendeine App brauchen, klicken wir und es funktioniert. So muss es in der Schule sein. Es wird schon lange über den Digitalpakt geredet, der da ein klein bisschen vorwärts schaffen soll, aber wir sind im 50. Jahr des Internets. Wir sind, 90 ging das los mit dem Web, fast 30 Jahre Web und unsere Schulen sind da noch ein bisschen in der Steinzeit. Wo dann kommen die jungen Leute her, wie vorhin unser lieber Kollege aus München? Das muss in der Schule losgehen. Dann werfe ich den Ball gleich mal zwei weiter zu Andreas Steyer. Digitalpakt ist angesprochen worden, das ist das eine, die Infrastruktur, aber was muss ich auch in den Schulen ändern? Ja, vielleicht will ich ein Beispiel nennen. Ich komme ja aus der Industrie. Meine erste Studienarbeit war eine Analyse eines Betriebs- und Schwingungsverhaltens einer Hochdruckgliederpumpe. Und da ging es genau darum, dass wir analysieren, wie eine Gliederpumpe eben arbeitet, um eben die Daten zu nutzen, um eine Störungsfrüherkennung eben durchzuführen. Und heute sprechen wir darüber, dass wir gerade dieses Betriebsverhalten ja in der Industrie nutzen wollen, um eben dafür zu sorgen, dass wir die Versorgungsintervalle eben nicht entsprechend zu lange durchführen, sondern dass wir da genau just in time eben eine Versorgung durchführen können und eine Wartung entsprechend zielgerichtet durchführen können. Wenn man aber die Daten analysiert, in der Zeit, in der ich es gemacht hatte, da wäre ich froh gewesen, wir hätten irgendeine intelligente Software gehabt, die entsprechend dafür gesorgt hätte, dass man schneller zu Ergebnissen gekommen ist. Wenn man dann im Detail guckt, dann kann jeder sich vielleicht noch, erinnert sich an früher oder ist jetzt noch Fahrradfahrer, wenn man mit dem Fahrrad fährt und man fährt durch ein Schlagloch durch, dann hat man so einen Achter, sagen wir bei uns in Trier dazu. Dann hat man bei jeder Umdrehung merkt man eben, okay, das Rad schlägt an die Bremse an und man merkt, okay, man hat eine Oberschwingung. Bei mir in den Ergebnissen kam irgendwann mal raus, wir haben 4 Oberschwingungen. Und jetzt ist genau die Frage, okay, was mache ich mit 4 Oberschwingungen? Das heißt, ich muss plausibel erklären können von dem Ergebnis, passt das Ergebnis dazu oder passt nicht dazu? Und ich denke mal, die Bildung muss jemand dazu qualifizieren, dass er mit Daten umgehen kann, dass er aber auch Daten plausibel erklären kann, passen die zur Physik dazu? Und da denke ich mal, da müssen wir den Blick auch hinrichten, dass wir eine Bildungspolitik eben so gestalten, dass jemand, der aus dem Schulsystem, aus der Universität rauskommt, dass er weiß, okay, Algorithmen können zum gewissen Grad Daten analysieren, er weiß aber auch, ich muss trotzdem eine Plausibilität dieser Lösungen, die angeboten werden, auch durchführen. Und da richtet sich eben auch der Digitalpakt, den wir eben anwenden wollen in der Schule, dass wir den Menschen in der Schule eben in jungen Jahren, und ich bin Vertreter, dass wir in der Grundschule sogar anfangen mit Programmieren, dass wir den Leuten die Tools mitgeben, damit sie dafür gerichtet sind, wenn sie nachher ins Studium oder in die Lehre reinkommen, was können Daten verursachen und wie können wir vor allen Dingen mit Daten umgehen. Und da kommen wir ja gleich auch in der Diskussion zu, der Professor Haderden hat es eben angeführt, dass eben der nächste Blickpunkt genau die Interaktion
zwischen Datenverarbeitung ist und zwischen der Physik. Das waren jetzt zwei unterschiedliche Aspekte, die ja auch genannt worden sind. Das eine, was müssen die Schüler lernen? Das zweite aber auch, wie geht es denn weiter? Und was ja immer deutlich wird, ist, dass wir auch künftig vernetzter arbeiten müssen, auch lehren, dass das Thema Data Science jetzt nichts ist, was nur den Informatikern vorbehalten bleibt, sondern wir auch mehr interaktiv zwischen den Disziplinen arbeiten müssen. Jörg Müller-Litzko, das ist ein großes Thema von dir, aus deiner tagtäglichen Arbeit an der Hochschule. Wo stehen wir denn da? Oje, also... Eigentlich wollte sie mich was anderes fragen, das war im Vorgespräch, da wollte sie nämlich sagen, 95% wissen nicht, was ein Algorithmus ist. Ich habe mich gerade gefragt, wie viele von denen im Raum Anwesenden wissen, was eine Oberschwingung ist. Aber gut, reden wir über was anderes. Die Frage der täglichen Arbeit. Unsere Studierenden sind Analphabeten im digitalen Bereich, Punkt. Das ist einfach eine Tatsache und das ist traurig. Ja? Das ist nicht etwas, was ich sehr begrüße. Die Lehrenden sind allerdings noch blind, Unanalphabeten manchmal, wenn sie nicht, wie Herr Susalek, natürlich im Feld unterwegs sind. Also das heißt, wir fangen an, im Grunde genommen, dass wir in unserem System aufholen müssen. Und eben wurde ja gefragt nach der Punktezahl. Und deshalb habe ich nicht so gejubelt, weil nicht unsere Spitzenwissenschaftler das Problem sind, sondern die breite Schicht. Und da haben wir tatsächlich viel zu lange schleifen lassen. Wenn wir über Data Science sprechen, dann sprechen wir über ein Feld, was im Grunde genommen zum Beispiel gesamte empirische Sozialforschung mal komplett neu definiert. Ja, oder in der Wirtschaftswissenschaft. Und wir haben im Grunde genommen versäumt, diesen Schritt zu gehen. Und zwar auf zwei Ebenen. Einerseits, und da widerspreche ich dem Tankred Schipanski, einerseits auch auf der Ebene der Finanzierung der notwendigen Dateninfrastrukturen. Und zum anderen haben wir aber auch versagt, dafür Sorge zu tragen, dass zumindest die Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich dem verpflichtet fühlen und da intensiv rangehen und intensiv auch wirklich mit diesen Methoden neue Erkenntnis generieren. Das fängt jetzt an, das setzt jetzt ein, aber eigentlich sind wir zu spät. Und du hast eben so hübsch gesagt, ich wäre Mitglied der Internet-Enquete-Kommission. Ich bin ja nur Mitglied der KI-Enquete-Kommission, aber ich hatte das Glück, bei der Internet-Enquete-Kommission auch dabei zu sein. Und da hätten wir eigentlich schon anfangen müssen, viel früher die Erkenntnis, denn wir hatten sie da, ja, und hätten nicht wieder nur uns in, wir könnten mal, wir sollten mal. Und eben hatte irgendjemand gesagt, ich weiß nicht, Ralf Brinkhaus, glaube ich, war es, wir sollten an die Politik adressieren. Streichen wir doch bitte mal, wir sollten mal. Machen wir doch einfach mal. Machen ist das Stichwort, nicht darüber diskutieren. Und das ist, glaube ich, das, wo es darum geht, in die Hochschulen reintragen und junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler anhalten zu machen. Nicht man könnte mal, man sollte mal. Und deshalb meine Antwort auf deine Frage, wir als Lehrende, als Hochschullehrer sind gefordert, die Studierenden, die Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler und uns auch selber anzuhalten, zu machen und umzusetzen, was da kommt. Dann haben wir die Breite und nicht nur die Spitze, weil wie gesagt, in der Spitze sind wir wirklich gut. Das DFKI, und ich lobe sie jetzt einmal ganz über den grünen Klee, ja, das GFKI ist weltweit eine absolute Spitzenorganisation, da können wir richtig stolz drauf sein. Toll wäre, wenn wir darunter einen guten Sockel bauen könnten und das ist unsere Aufgabe. Jetzt lässt sich die Wissenschaft ja nicht oder die Hochschulen nicht immer gerne was von der Politik sagen. In den meisten Ländern gibt es Wissenschaftsfreiheitsgesetze und schon gar nicht von der Bundespolitik, weil wir da nicht zuständig sind. Aber da will ich den Ball nochmal an Andreas Steyer spielen. Wenn wir jetzt einen Digitalpakt machen und sagen, wir unterstützen die Länder und Kommunen bei der digitalen Infrastruktur, dann fällt ja schon mal das Argument weg. Wir würden es ja machen, aber wir haben die Technik nicht. Und kannst du dir vorstellen, dass das auch ein Transformator ist, damit endlich auch inhaltlich in den Schulen was passiert? Denn da gebe ich Jörg Müller-Litzko recht, das Erkenntnisproblem ist ja nicht da, dass sich auch inhaltlich etwas ändern muss, dass eine Digitalkompetenz die gleichen Stellenwert haben muss wie Rechnen, Lesen und Schreiben. Das hat sich, glaube ich, mittlerweile gut rumgesprochen. Wie groß sind die Chancen, dass die Länder genau das auch jetzt bei der Umsetzung des Digitalpakts angehen? Ja, wir haben ja uns Gedanken gemacht, gerade auch in der Arbeitsgruppe, wie können wir, das Problem ist ja erkannt. Das heißt, wir haben im Koalitionsvertrag ja auch festgehalten, dass wir 5 Milliarden genau in den Digitalpakt reinstecken vom Bund. Wir müssen dafür aber sorgen, dass das Geld jetzt nicht nur parallel zu den Ländern eben investiert wird, sondern dass wir die Länder natürlich auch in die Verantwortung reinsetzen. Und da sind wir zurzeit auch in der Diskussion dran mit den Bundesländern, dass wir eben genau dafür sorgen, dass das Geld, was wir zusätzlich vom Bund eben in die Länder reingeben, dass das auch zielgerichtet angewandt wird.
Und da stehen die Länder natürlich in der Verantwortung. Und ich denke mal, da werden wir auch hier im Bund dafür sorgen, dass wir unser Geld nicht mehr dabei geben. Ich will ein Beispiel nennen. Wir in Rheinland-Pfalz zum Beispiel haben eine Landesregierung, die zurzeit wartet. Die wartet, um Dinge eben vor Ort umzusetzen, weil sie eben schon sieht, der Bund gibt zusätzlich Geld in die Landesregierung rein. Und da müssen wir wirklich auf Bundesebene dafür achten, dass eben das Geld, was wir zusätzlich hier versprechen, dass das nicht für andere Projekte eben dann verwendet wird, wo eigentlich Länderzuständigkeit ist, sondern dass Geld zusätzlich da reinkommt in die digitale Bildung, in die Ausbildung auch von jungen Leuten, aber auch in die Qualifizierung von Lehrkräften, weil wir haben ja auch da ein sehr großes Problem, dass wir gerade an den Lehrkräften ja einen Mangel haben, dass eben die Lehrer eben nicht dafür ausgebildet sind, entsprechend digitale Bildung beizubringen. Und da ist einerseits die Infrastruktur da, das andere ist Lehrkräfte und dann müssen wir gucken, dass wir gute Leute herausfinden. Ich will aber noch einen positiven Aspekt erwähnen. Ich war ja jüngst mit der Ministerin in Kanada gewesen. Und wenn man in Kanada guckt und fragt, das Bildungssystem in Deutschland Vergleich mit dem kanadischen Bildungssystem, da wird das kanadische Bildungssystem gelobt. Wenn man mal wirklich im Detail mal nachfragt, wo sind denn die Spitzenkräfte her, die aus dem Bildungssystem raus entstehen, dann ist der German Engineer immer noch ein sehr großes Wort dort und da können wir auch auf unser Bildungssystem in dem Sinne schon noch stolz sein, dass gute Leute rauskommen. Wir müssen nur mehr gute Leute aus dem Bildungssystem raus entwickeln und da soll der Digitalpakt dazu dienen, dass wir eben mehr Geld ins System reingeben und dort eben genau den Fokus auf die digitale Bildung legen. Eine Stärke in Deutschland ist ja die duale Ausbildung. Eine weitere Stärke ist, dass wir eine starke große Weiterbildungsanstrengungen haben, von den Unternehmen her getrieben für ihre Mitarbeiter. In einem digitalen Zeitalter gibt es komplett neue Kompetenzen, die erlernt werden müssen. Professor Meinl, gehen Sie das an der Hochschule an? Machen Sie Angebote nur für Ihre Studenten oder etwa auch für Menschen, die sich auch im weiteren Lebensverlauf nochmal digital weiterbilden wollen, speziell auch, um nochmal auf das Thema KI zurückzukommen, speziell auch zum Thema KI? Also wir haben ja schon immer uns mit dem Thema Nutzung der digitalen Techniken, um Bildung zu befördern, gekümmert. Haben so ein System, stellen alle unsere Vorlesungen ins Internet, sind auch viele, viele zig Millionen, die darauf zugreifen. Und haben dann, als der Sebastian Truhn 2012, 2011 diese Massive Open Online Kurse gemacht, sofort verstanden, was der Kick war. Bisher bei allen E-Learning-Kursen, Aktivitäten, hat das soziale Element gefehlt. Also Autodidakten kommen damit gut zurecht, aber ich weiß nicht, sind das 1% der Bevölkerung, sind das 0,1% der Bevölkerung, dieses, einen Kurs zu organisieren, die Leute das zu verheiraten mit Social Media, dass die dann über die Inhalte reden, dass die gemeinsam diskutieren können. Dieser soziale Faktor hat nicht nur, dass man jemanden hat, mit dem man diskutieren kann, sondern der übt auch Druck aus, wenn die das schaffen. Dann schaffe ich das auch. Also wir haben dann sofort gesagt, Mensch, das können wir auch. Haben erst ein europäisches System gebaut für solche Massive Open Online Kurse. Das ist 500.000 eingeschriebene Lerner auf OpenHPI. Ich hoffe, Sie haben das mal gesehen. Gibt es auch KI-Angebote, meist zur Informatik. Aber was uns besonders interessiert hat, die Plattform ist SAP ist schnell gekommen. Hat gesagt, Mensch, das brauchen wir doch auch, um unsere Technologien, unsere Produkte zu erklären. Dann haben gesagt, gut, wir haben die Plattform, können da gerne nutzen. Zunächst dieses nur für ein Jahr, jetzt ist es, glaube ich, dauerhaft. Die haben 2,5 Millionen Nutzer seit 2013 in 5 Jahren, wo also die Fragen, was sind denn die Produkte jetzt, was ist die Technologie dahinter, bis hin dann zu auch Kurse für Kinder. Die Weltgesundheitsorganisation ist gekommen, hat gesagt, ja, wir hatten das Problem, wenn Seuchen kommen, Ebola, dass dann unsere ganzen Server da niederlagen. Können wir das nutzen? Also die nutzen jetzt dieses System auch, eine solche Massive Open Online Kurse. Also das bewährt sich im Universität, wobei ich sag mal, dort wird es am wenigsten gebraucht, weil die Studenten haben Zeit, wirklich in die Universität zu gehen und zu lernen und Vorlesungen zu hören. Wenn man dann raus ist, wenn man im Beruf ist, Familie hat, gefordert ist und wissen will, wie geht denn das weiter und gerade in Informatik haben wir ja dann großen Wechsel an Technologien und an neuem Wissen.
dann kann man nicht mehr in die Universität gehen oder es fällt schwer, dann sind diese Online-Mittel natürlich wunderbar. Und dann braucht es aber eben auch richtig, nicht einfach nur Material, sondern wirklich solche Kurse und diesen sozialen Faktor. Wir haben gelernt als Universität, dass die Rolle der Universitäten sich ändert. Heutzutage fühlen sich Universitäten verantwortlich für die 20- bis 25-Jährigen. Aber eigentlich gerade durch die Digitalisierung wird das Bildungsthema, das Lernthema ein lebenslanges. Es reicht nicht mehr, da 5 Jahre am Anfang des Lebens mal irgendwie sich zu vertiefen und dann 40 Jahre zu arbeiten mit ab und zu mal einer kleinen Weiterbildung, sondern es muss ein ständiger Prozess sein. Wir glauben also, dass die Rolle der Universität sich ändert. In jungen Jahren wird Vertrauen aufgebaut, wenn die Leute Zeit haben und vor Ort sind und dann wird dieses in das weitere Leben mitgenommen, dass man eben dann solche Bildungsplattformen wie unsere OpenHPI ja kennt. Man kennt die Leute, die das machen, man hat dieses Vertrauen und begibt sich in deren Hände als Universitäten als lebenslange Bildungsbegleiter. Ich erinnere mich an meine eigenen Studienzeiten, da fand ich es immer total anstrengend, wenn Leute über 60 dann nochmal zusätzlich im Hörsaal saßen, aber das ändert sich natürlich auch und das ist ja auch gut und ist das, was wir brauchen. Sie nehmen sich doch meist anständig und sind zurückhaltend. Ja, man nähert es sich dann irgendwann an. Ich sehe, unser ehemaliger Innenminister möchte gerne zurück in den Hörsaal. Ich will hier an der Stelle auch nochmal auffordern, wer sich an der Diskussion beteiligen will, eine Frage stellen will, sollte bitte zu einem der Saalmikros gehen und wird dann gerne in die Diskussion mit eingebunden. Ansonsten würde ich das Wort jetzt an Jörg Müller-Litzko geben und habe schon mit Entsetzen gesehen, dass wir auch schon langsam am Ende unserer Panelzeit angekommen sind, aber die Diskussion will ich nicht abbrechen und Ihnen natürlich auch nochmal die Möglichkeit geben, sich einzuklinken. Also ich hatte schon spekuliert, dass es nur 5 Minuten Redezeit sind, jetzt sind wir schon bei 3 Minuten, aber es ist gut, trotzdem noch. Also erstens, Sie hatten eine Frage gestellt, warum nicht öffentlich? Ich denke, das wird passieren, aber Sie müssen eben auch so einer Enquete-Kommission die Zeit geben, sich so zu organisieren. Und ehrlich gesagt, Sie wollen nicht Verwaltungsprozesse wirklich ernsthaft online übertragen, das kann es nicht sein. Also ernstlich nicht, ja, das kann es nicht sein. Bis wir uns so strukturiert haben und dann werden Sie sehen, wird es einen steilen Anstieg auch der Online-Sendungszeiten geben, wo Sie Inhalte mitbekommen, wo Sie Diskussionen mitbekommen. Also ich glaube, das wird kommen, da sind wir auch konsensual. Das Zweite ist, was Sie gerade gesagt haben, das stimme ich eigentlich 100% zu, das lebenslange Lernen. Und jetzt kommen wir sitzen ja, oder Sie sitzen, wir stehen hier gerade, um das Thema KI zu diskutieren und nicht nur das Thema im Grunde genommen auf die allgemeine Frage des lebenslangen Lernens zu reduzieren. Ich glaube, das Thema KI, wir müssen das ein bisschen anders noch begreifen. Da können wir bestimmt fachlich lange drüber diskutieren, aber eins ist klar, wir reden nicht über sowas wie IoT oder wir reden nicht über eine Spezialtechnologie, sondern wir reden über einen, in der Informatik würden wir sagen, einen Layer, der unter all diesen Dingen liegen wird und der noch fundamentalere Transformationen auslösen wird als das ganze Thema Internet. Und wenn wir uns das nicht jetzt klar machen, ganz, ganz schnell klar machen, ich meine, das gibt es seit 1956, seit der Dartmouth-Konferenz gibt es KI-Forschung, ja, aber jetzt sind wir an einem Punkt angelangt, wo wir uns darüber klar werden, das wird unter alle zentralen Digitaltechnologien als Layer drunter gelegt. Und wenn wir das jetzt nicht begreifen und das auch dann wiederum in handhabbare Weiterbildung umband basteln, dann können wir das noch so sehr einfordern, dann haben wir ein Problem. Letzter Punkt meinerseits. Ich habe das schon mehrfach gesagt, mir viel Kritik dafür eingehandelt, habe es aber trotzdem dankenswerterweise mit Nadine Schön, da möchte ich ausdrücklich auch ihr Danken für, mit in den Koalitionsvertrag mit reinschreiben können, dass es zumindest abgeschwächt drin ist, dass wir gesagt haben, in Zukunft dürfen Schülerinnen und Schüler und vor allen Dingen aber auch Studierende nicht mehr die entsprechenden Bildungsinstitutionen verlassen, ohne Grundlagenkenntnis zu haben in Algorithmik, in Programmierung und vor allen Dingen in Datenwissenschaften, inklusive KI. Wenn das nicht zukünftig genau wie Lesen, Schreiben, Rechnen zum Kernbestandteil einer Allgemeinbildung wird, dann können wir in ein paar Jahren den Laden zumachen und werden uns an chinesische Standards gewöhnen müssen. Das war eigentlich schon ein schönes Schlusswort, aber ich würde Andreas Steyer doch noch gern die Gelegenheit geben wollen, zu fragen oder darauf zu antworten, inwiefern das denn auch Teil dieser nationalen Weiterbildungsstrategie sein wird, die wir als Bundesregierung oder die Bundesregierung auflegen will. Ja, wir haben, der Jörg hat es eben angesprochen, wir haben einerseits die digitale nationale Weiterbildungsstrategie, aber wir müssen hier, sind wir ja im Forum für künstliche Intelligenz. Und künstliche Intelligenz bedeutet mehr als allein digitale Bildung. Die Grundvoraussetzung ist eine gute digitale Bildung, aber wir müssen hier noch einen Schritt drauflegen, weil die Dimension in der künstlichen Intelligenz ist schon eine andere. Und ich bin dabei, dass wir
genau hier eben auch den Fokus drauflegen müssen, um auch eine Weiterentwicklung zu bekommen und unsere jungen Kräfte aus der Schule raus schon dafür zu qualifizieren, dass sie Ahnung haben, dass sie auch ein Verständnis dafür entwickeln, wie Algorithmen funktionieren, dass sie aber dann auch den nächsten Schritt wissen, was passiert, wenn man jetzt über Algorithmen spricht, gerade in der künstlichen Intelligenz, die eben nicht vom Menschen vorprogrammiert werden, sondern über Hidden Layer, die eben dort gerade im maschinellen Lernen benutzt werden, was passiert dann dort? Und da denke ich mal, da müssen wir darauf achten, dass eben gute Leute, junge Leute da rauskommen, dass wir in der Breite auch dafür sorgen, dass viele führende Kräfte eben dort sich weiterentwickeln und dass wir da uns auch gut aufstellen. Und ein Teil unserer Strategien ist genau in dem Bereich, dass wir eben einerseits in der Bildung dafür sorgen, dass wir aber auch in der Forschung entsprechende führende Leute hier weiterentwickeln und dass wir uns insgesamt natürlich auch Gedanken machen müssen, wo sind unsere Stärken hier in Deutschland, wo können wir als Deutsche auch weiterhin führend mitwirken. Und der nächste Schritt wird eben sein, dass wir diese Stärken, wo wir sind, wo wir im Mittelstand auch unterwegs sind, dass wir diese Stärken aus unserer Wirtschaft raus weiter nutzen und da unsere Fachkräfte auch gewinnen. Und letztes Thema auch, wir müssen uns auch Gedanken machen, was machen wir in der beruflichen Bildung. Und gerade künstliche Intelligenz bietet auch neue Anforderungsfelder, gerade aus der beruflichen Bildung heraus. Wir müssen dafür sorgen, dass eben auch Fachkräfte dort ausgebildet werden, die eben auch eine Kompilierung, also auch eine Datenzuordnung eben machen können, dass sie eben auch Daten entsprechend so aufbereiten, dass eine künstliche Intelligenz diese Daten auch weiter mit benutzen kann. Und das ist die Herausforderung, die wir uns stellen. Und da dient eben auch der Digitalpakt in den Schulen. Und da gilt auch unsere Initiative, unser Blickpunkt auch darin, dass wir auch Exzellenzen entsprechend weiterentwickeln und dass wir auch die duale Bildung hier in diesem Bereich entsprechend stärken. Ich würde ganz gerne am Ende meinerseits, wenn wir hier schon im Reichstag sind, im Bundestag sind, bei der größten Regierungsfraktion, appellieren oder den Wunsch äußern, diese ganze Digitalisierung, das wird sich, im Moment ist KI ja mehr noch Science Fiction und Buzzword, diese ganze Geschichte verlangt, dass die Menschen mitgenommen werden müssen. Wir in der Wissenschaft, wir können Dinge entwickeln, haben tolle Projekte, verstehen uns mit allen Kollegen in der Welt. Aber das draußen, und wir sehen das bei der Diskussion über Daten, wir sehen das bei anderen Dingen, dass als eine Chance genommen wird, dass das als etwas genommen wird, wo wir gemeinsam neue Kontinente erobern können. Das müssen Sie reißen. Verwalten reicht nicht, sondern mitnehmen. Mitnehmen und begeistern, offen zu machen. Bei dem Prozess werden Fehler passieren, es werden Dinge passieren, wo wir zurückschrauben müssen. Wir werden feststellen, an manchen Stellen haben wir uns Dinge verboten. Das fand ich vorhin schön, die Formulierung, die uns stören und entrücken, die weggehören. Wenn Sie da voranschreiten, das betrifft nicht nur KI, wir sind noch in viel größeren Bevölkerung mit Digitalisierung, Themen, die noch nicht angekommen sind, die noch als Bedrohung genommen werden, dann würden Sie einen wichtigen, unabhängig vom Geld und unabhängig von allem, was dann noch dazukommen muss, einen wichtigen Beitrag leisten, dass Deutschland die Bremse löst und in eine frohe digitale Zukunft fahren, rasen, fliegen kann. Ein wunderbarer Appell für ein wunderbarer Appell für Neugierde, Offenheit und Innovationsfreude. Und ich denke, das ist auch das, was uns auszeichnen sollte, wo jeder auch selbst seinen Beitrag leisten kann, dass wir als Deutschland neugierig bleiben, innovationsfreudig bleiben und da, wo es Probleme gibt, dass wir die auch beseitigen. Das ist unser Anspruch als Unionsfraktion. Deshalb danke ich Ihnen alle, dass Sie heute gekommen sind, mit uns zu diskutieren, aber eben nicht nur zu diskutieren, sondern auch zu machen, jeder an seiner Stelle in der Forschung, in der Politik, im gesellschaftlichen Bereich, in Ihren Unternehmen, wo auch immer Sie herkommen. Deshalb will ich den Experten dieses Panels danken und darf mich bei Ihnen bedanken und überleiten zum Schlusswort, was für uns mein Kollege im Deutschen Bundestag, Hans-Jörg Dorth, sprechen will, wird, der sowohl im Wirtschaftsausschuss als auch im Digitalausschuss Verantwortung trägt, als stellvertretender Ausschussvorsitzender auch im Digitalausschuss und in der Enquete-Kommission und deshalb immer den Rundumblick hat über all diese Themen. Deshalb bin ich sehr gespannt auf deine Zusammenfassung und Conclusio aus all dem, was wir in den letzten 2 Stunden gehört haben. Herzlichen Dank und bleiben Sie nachher gerne noch zum Umtrunk hier.
Ja, liebe Nadine, meine sehr geehrten Damen und Herren, zum Abschluss bleibt mir zunächst mal ein ganz herzliches Dankeschön zu sagen. Wir haben den Kongress der Unionsfraktion unter dem Titel Künstliche Intelligenz, Perspektive für Gesellschaft und Staat heute gemeinsam begangen. Und ich möchte Dank sagen, dass Sie da waren, aber danke vor allem denjenigen sagen, die heute mitgewirkt haben. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei unserem Fraktionsvorsitzenden Ralf Brinkhaus, der, wenn Sie so wollen, die Schirmherrschaft übernommen hat und der in seiner Einführung darauf hingewiesen hat, auf ein Problem, das wir in der Politik zunehmend bei den verschiedensten Themen haben, nämlich vor die Lage zu kommen, also das Thema zu erfassen und anzugehen, bevor es eigentlich so richtig zum Problem dann auch für die Gesellschaft wird. Und dieser Zukunftsblick ist ein ganz wichtiger, den in den Vordergrund zu rücken. Ich darf mich ganz herzlich bedanken bei, so hat ihn Ralf Brinkhaus genannt, dem wirklichen Freak beim Thema künstliche Intelligenz, bei unserem Bundesminister Helge Braun für sein Grußwort und für seinen Ausblick auf eine Strategie, die, wie er gesagt hat, ja streng geheim noch ist. Er hat angesprochen, dass er ein Sakrileg gebrochen hat, indem er uns schon verraten hat, was in der Strategie der Bundesregierung steckt, aber hat natürlich dadurch auch die Erwartungen hochgehalten auf das Feuerwerk, das wir in der nächsten Woche dann hören werden, wenn die KI-Strategie vorgestellt wird. Ich darf mich ganz besonders bedanken bei Professor Haddadin, den wir schon öfter hier auch hören durften und der, wie immer, wenn wir ihn hören dürfen, nicht nur einen äußerst spannenden Vortrag Impuls uns gegeben hat, sondern der auch heute besonders Hoffnung gemacht hat mit seinem Blickwinkel, mit seiner Betrachtung auch Europas, wenn wir uns zusammentun in Europa, welche Kraft wir dann in der Welt auch haben, der uns aber auch nochmal deutlich gemacht hat, welche hoffnungsvollen und vor allem Chancen denn stecken für unsere Wirtschaft, für unsere Arbeitswelt und für unsere Gesellschaft im Thema künstliche Intelligenz, wobei er darauf hingewiesen hat, dass wir vor allem wissen müssen, wohin wir wollen, dass wir die Menschenzentrierung ganz oben anstellen müssen und dass wir auch dieses demokratisierende Element nicht aus dem Blick verlieren dürfen. Ich darf mich ganz herzlich bedanken bei den Panel-Teilnehmern für die angeregte und anregende Diskussion. Auf den Panels waren ja vor allem auch die Herausforderungen, schon eher so auch die Problemlagen, in denen wir uns noch befinden, zu hören. Da wurden genannt die Themen Finanzierung, es wurden die Bildungsthemen, Fachkräftethemen genannt. Es wurde, glaube ich, sehr gut aufgezeigt, in welchen Bereichen wir noch mehr Tempo an den Tag legen müssen. Und ich darf mich ganz, ganz herzlich bedanken bei unserer stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden, bei Nadine Schön und ihrem ganzen Team für die Initiative zu dieser Veranstaltung, für die Organisation dieser Veranstaltung und bei dir persönlich, liebe Nadine, für die nicht nur wie immer äußerst charmante, sondern auch äußerst fachkundige Moderation. Ganz herzlichen Dank dir dafür. Ziel der heutigen Veranstaltung war es ja, so hat Nadine Schönes zu Beginn angesprochen, so stand es auch im Programm, in der Einleitung, eine realistische Debatte über die Herausforderungen, vor allem aber über die Chancen der künstlichen Intelligenz zu führen. Das ist am heutigen Abend auch deutlich geworden. Wir müssen, und das war am Schlusswort dann nochmal sehr deutlich, wir müssen aber insbesondere auch eine gesellschaftliche Debatte über alle Zukunftsthemen, aber insbesondere über das Thema künstliche Intelligenz führen. Da reicht es nicht nur, wenn wir in Berlin darüber diskutieren. Da muss Politik natürlich vorangehen, aber da muss die Gesellschaft insgesamt mit einbezogen werden und auch mitdiskutieren. Darum würde ich mich freuen, wenn Sie, die Sie heute da waren, diese Diskussion auch mithelfen, hinauszutragen in die Gesellschaft. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Dasein, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal beim Fraktionskongress. Dankeschön.